Hallo und herzlich willkommen zum Eintracht-Podcast. Jetzt bin ich mal wieder da, nicht der René, der hat keine Zeit. Aber ich bin sehr froh, dass ich an meiner Seite zwei absolute Eintracht-Experten habe. Natürlich den Basti, wie ihr ihn kennt. Hallo. Gute und Grüße. Und der wunderbare, einzigartige Etienne von den Rocket Beans ist auch da. Hi, mein Lieber. Gute, schön hier zu sein. Ja, im Rahmen der Möglichkeiten will ich meinen, ja. Ich würde auch fast sagen, gar nicht lange drum herum reden. Wir müssen natürlich über dieses gruselige Spiel von gestern sprechen. Heißt, das Spiel gegen Mainz 05, 1-2, einen auf den Sack bekommen. Aber das ganze Drumherum war echt nervig. Und ich würde fast eher sagen, natürlich können wir das jetzt chronologisch besprechen. Aber Etienne, du bist ja auch mit einer besonderen Emotion hergekommen. Was nervt dich aktuell am meisten? Oh, ey, das ist ein komplexes Thema. Es ist irgendwie so ein Gefühl, das jetzt schon seit ein paar Wochen so immer stetig gewachsen ist und ja. Was jetzt so kurz gedämpft wurde durch den etwas glücklichen Sieg in London, wo man so ein bisschen beruhigt wurde, aber es hat auch so ein bisschen die Symptome, sondern es hat so ein bisschen das übertönt, aber es ist trotzdem, der Schmerz ist eigentlich nur wie so ein Pflaster überklebt worden. Die Wunde ist nach wie vor da und ich habe irgendwie einfach das Gefühl, es läuft zu viel falsch. Mhm. Und ich bin irgendwie mit so vielen Sachen gerade nicht einverstanden. Das fängt an bei komischen trainertaktischen Entscheidungen, oh ja. Über Aufstellungsgeschichten, Einwechslung, Auswechslungsgeschichten. Es hängt damit zusammen, dass die Eintracht komplett inkonstant spielt, sage ich mal. Glaube ich noch nicht ein Spiel gesehen diese Saison, wo sie über 90 Minuten wirklich eine gute Leistung gebracht haben. Es geht weiter mit dem Verhalten, mit dem wirklich saudummen Verhalten von einzelnen Spielern, die uns immer wieder durch individuelle Fehler und Fehleinschätzung und einfach Dummheiten wirklich krasse Punkte kosten. Es geht weiter über Fans, was da teilweise abgeht. Es geht weiter aber auch über die Berichterstattung und was die Berichterstattung teilweise aus gewissen Sachen macht. Also es ist so eine Summe an Dingen und dann am Ende des Tages ist es halt auch einfach ernüchternd, wenn du den Anschluss an, sag ich mal, ans obere Drittel verlierst und dich tabellarisch schon fast wieder nach unten orientieren musst. Mhm. Das ist dann, ja, kann man sagen, naja, jetzt stellt euch mal nicht so an. Aber man gewöhnt sich halt schon schnell an Erfolg. Ja, ja, klar. Und wenn man im Sommer irgendwie 100 Millionen oder 80 Millionen oder was weiß ich wie viel zur Ausgabe hat und dann irgendwie das Gefühl hat, man ist so gar nicht wirklich vom Fleck gekommen. Also wir haben irgendwie gefühlt 10 zentrale Mittelfeldspieler und unser zentrales Mittelfeld ist einfach nur Kacke. Passquote in jedem Spiel eigentlich unterirdisch. Ein komplettes System ist eigentlich nicht zu erkennen. Stürmer, Fehlanzeige, Kaderbreite wird vermeintlich gelobt. Aber wo ist sie? Ganz ehrlich, es gibt immer noch keinen Ersatz für die Außenbahn. Es gibt immer noch keinen Ersatz für Kostic und Da Costa. Die Büffelherde anscheinend nicht annähernd ersetzt worden. Spielerisch keine großartige Weiterentwicklung. Also ich weiß gar nicht, wo ich aufhören soll. Ich merke. Das heißt, da hat der Marvin in einen Wespennest geschossen. Scheiße, es ist wirklich viel. Und ja. Anbetracht dessen, dass wir eigentlich ja, wir können noch in der Euroleague weiterkommen, stehen genau. Jetzt im Mittelfeld in der Liga. Man könnte meinen, wir sind kurz vorm Abstieg. Aber ja, hat sich einiges angeschaut. Aber gefühlt ist es ja auch so. Aber Basti, ja, bitte. Mhm. Ich würde tatsächlich sagen, um ein bisschen Struktur reinzubringen, sagen wir, bei mir geht es ähnlich wie Etienne, mich fuckt das Sportliche mehr ab, als das, was dann neben dem Platz passiert ist. Wir können ja mal anfangen zu sagen, dass wir uns an dem Mainz-Spiel abarbeiten. Ja. Und nach dem Mainz-Spiel vielleicht cool. So ein bisschen allgemeiner die Punkte, die Etienne alle genannt hat, so ansprechen. Und dann können wir danach nochmal, keine Angst, liebe Leute, nochmal auf die Sachen zu sprechen kommen, die neben dem Platz passiert sind, was das für Auswirkungen hat. Ja, okay, dann würde ich sagen, fangen wir andersrum. Fangen wir mit dem Mainz-Spiel an. Genau, fangen wir mit dem Mainz-Spiel an und gehen auch wirklich mal auf das Spiel selbst. Ne? Wie gesagt, du hast eben gesagt, wir werden danach nochmal das, was davor und danach passiert ist, beziehungsweise ja hauptsächlich davor passiert ist, nochmal thematisieren. Aber zum Mainz-Spiel selbst. Wir müssen sagen, am Ende war es
gleich am Anfang so, dass du nicht das Gefühl hattest, dass der Eintracht irgendwie in diesem Spiel großartig drin war. Ich fand, sie war ab der ersten Minute eigentlich ein Stück weit unterlegen, den Mainzern, ja. Du hast natürlich gemerkt, dass die Eintracht versucht zu kämpfen, aber ja, okay, kämpfen reicht halt auch nicht, denn die Angriffsbemühungen der Eintracht, die waren schon in der ersten Minute, seit der ersten Minute einfach nicht so da, wie ich es mir erhofft habe, weil das ist einfach zu einfach, das Prinzip, oder? Das hat oder? Mit der Aufstellung schon angefangen. Ja. Bevor das Spiel angefangen hat, habe ich gedacht, ey, wir spielen hier in Mainz. Klar haben die jetzt 5-1 gegen Hoffenheim gewonnen, wir kommen so ein bisschen aus dem kleinen Tal, aber eigentlich mit dem Schwung aus London hätte ich mir gewünscht tatsächlich, dass wir da mit Kamada auf der 10 oder mit Gacinic auf der 10 und zwei Stürmern auflaufen und nicht so eine Aufstellung wählen, wo du das Gefühl hast, wir spielen bei Borussia Dortmund. Mhm. Also das hat für mich am Anfang des Spiels schon so ein Zeichen gesetzt, so, boah, ich weiß nicht, ob man vor den Mainzern so eine Angst haben muss, dass man da so defensiv auftreten muss, weil ich finde, diese Aufstellung, so ein bisschen hat sich auf dem Feld gezeigt, wie du gesagt hast, offensiv war da gar nichts. Mhm. Und Mainz war meiner Meinung nach auch nicht gut. Und ich habe es heute bei Fußball 2000 schon gesagt, momentan müssen die Gegner nicht viel Aufwand betreiben, um bei uns in gefährliche Regionen zu kommen. Und das nervt mich am meisten. Mainz musste sich jetzt nicht großartig abmühen, um, keine Ahnung, ins zweite Drittel bei uns zu kommen und dann zumindest in Position zu sein, wo du eine Flanke oder einen entscheidenden Pass spielen kannst. Das hat mich massiv am Anfang gestört und da hat sich ja da schon abgezeichnet, okay, das wird jetzt wieder keine erste tolle Halbzeit, was mich tatsächlich langsam nervt. Ja. Ja, das ist auch irgendwie, ich finde, mir fehlt so ein bisschen auch das spielerische Element. Ja, mir geht es noch nicht mal nur um die Ergebnisse oder so. Klar kann man mit Ergebnissen, letztendlich wollen wir immer den Dreier, ist auch cool. Ja. Aber letztendlich muss ich sagen, ey, spielerisch kann ich, weiß ich nicht, mich nicht an wirklich viele richtig gute Spiele von uns erinnern, die auch so richtig Bock gemacht haben, wo du mal eine geile Kombination gesehen hast. Also es gab so zwei, drei Szenen hier und da, aber so größtenteils ist es wirklich kein geiler Fußball, den wir, finde ich, anbieten. Und ich erkenne auch irgendwie überhaupt nicht so richtig eine Verbesserung. Also ich habe nicht das Gefühl, am Anfang hat man auch gedacht, ja, die müssen sich einspielen und der So und der Chor und der Kamada und weiß ich nicht, müssen sich erstmal finden und so. Aber wir haben jetzt einen 13. Spieltag, Hütter wird nicht müde zu betonen, das 21. Spiel oder was weiß ich, was wir gespielt haben. Und da ist von großen Laufwegen und Eingespieltheiten und so, sehe ich da nicht viel. Lange Bälle auf Kostic, der dann irgendwie versucht, eine Flanke zu schlagen und eventuell das Gleiche nochmal in etwas schwächerer Form auf Da Costa. Und das war's. Sehr viel mehr ist einfach nicht. Ja, aber dadurch hatten wir ja die erste Chance in Mainz. Also denkt ihr an die Chance, das war genau dieser Ball auf Kostic, der tankt sich gut durch. Ja. Flank dieses Ding ran und dann frage ich mich, was Dominik Kor, das Ding kann man schon mal reinmachen, würde ich sagen. Weil dann hast du zumindest zwar nicht gut gespielt, aber führst wenigstens dort unglücklich 1-0. Aber das stimmt, da hast du recht. Aber trotzdem ist es genau dieses größere Problem, was ja Etienne auch angesprochen hat, dass wir uns spielerisch kein Stück weiterentwickelt haben. Ganz im Gegenteil. Wir sind zwei Nummern schlechter geworden, weil wir nicht variabel sind. Variabilität war immer mal ein Problem, aber mit den Leuten, die du im letzten die Saison vorne hattest, hattest du noch mehr Möglichkeiten. Die ja, fehlen dir einfach. Du willst bei dem Mainz-Spiel zu bleiben. Nein, aber man muss ja trotzdem irgendwo einen Vergleich ziehen und du musst halt auch sehen, dass natürlich auch viele Grundeigenschaften der Eintracht aktuell fehlen. Das Pressing ist nicht mehr so da, ne? Vielleicht hängt das auch mit einem veränderten System von Hütter zusammen, aber das Pressing ist nicht mehr da, die gehen nicht mehr so aggressiv ran. Da sind so ein paar Prozent, die einfach fehlen und dann siehst du, dass denen spielerisch einfach nichts einfällt. Du redest immer vollkommen zu Recht, auch bei Fußball 2000, über diese ganzen Flanken, die passieren, aber ist niemand da. Und dann hast du zum Beispiel jemanden wie Paciencia, der ein guter Stürmer ist, aber der die auch nicht so wirklich verwerten kann. Da war für den auch gestern wieder nichts da. Und dann ist es aber trotzdem so absurd, dass du ja trotzdem führst. Du gehst ja dann trotzdem mit 1-0 in Führung, weil du jemanden hast, der vorne wie hinten eigentlich die beste Arbeit gerade macht, und das ist Hinteregger, der wirklich sogar auch vorne Akzente setzt. Und dann machst du da sogar das 1-0. Und da habe ich dann eigentlich gedacht, okay, Basti, du hast, glaube ich, auch bei Fußball 2000 gesagt, eigentlich brauchst du jetzt so irgendwie einen Sonntagsschuss oder brauchst irgendwas, das dich ein bisschen mit Glück nach vorne bringt. Dann war das genau der Fall. Ja. Und dann schafft die Eintracht aber trotzdem nicht, irgendwie Sicherheit reinzubringen. Und dann kommt die Schlüsselszene, ähnlich wie in Freiburg. Mhm. Und dann kommt, genau, dann kommt ja, die Schlüsselszene. Auch ähnlich dumm vor allen Dingen. Auch, ja, weil ich meine, ja, genau. Also in Freiburg war es kurz vor Halbzeit an der Mittellinie, genau. wo Gjelsen da hingeht, wo du dir denkst, Alter, das. Und er hatte ja davor irgendwie 3 Minuten vorher schon einen Foul begangen, wo er, wenn der Pech hat, schon gelb-rot sieht, wo du eigentlich denkst, noch ein normaler Spieler denkt, oh, da habe ich aber noch mal Glück gehabt. Mhm. Ja. Jetzt halte ich mal die nächsten 3 Minuten die Beine still. Nee, der geht direkt wieder rein, wo du dir denkst, Alter, so doof kann doch kein Mensch sein. Und jetzt
Das Gleiche, ich habe schon 20 Sekunden, als der Chor schon an der Mittellinie stand, habe ich schon gesagt, rote Karte. So, das war so mit krass mit Ansage, wo ich mir dachte, das darf doch nicht wahr sein, Alter. Beim eigenen Eckball sichern die eine Minute vor der zweiten Halbzeit, vor der Halbzeitpause, sichern die mit zwei Leuten nur ab, ja, und dann so schlecht auch noch, stehen 8 Meter auseinander. Und dann läuft er auch noch schräg auf den Spieler zu, anstatt gerade, um vielleicht noch in die Schussbahn laufen zu können, läuft er so, dass der auch noch mit einem Kreuz, also es ist... Er wollte es ja dann auch, ne? Das ist ja genau das Problem. Und gerade, dass du den Anfang ansprichst, das ist total essentiell, weil wir machen aus der eigenen Ecke nichts und wir kriegen es noch nicht mal hin, irgendwie einen Abschluss zu machen, dass du den wenigstens sonst wohin pfefferst, dass du wenigstens Zeit hast, zurückzulaufen. Nein, stattdessen passiert genau in dem Ding ein Konter. Das ist total dumm. Das ist übrigens auch genau das Problem, was die Eintracht lustigerweise in der zweiten Halbzeit bei Arsenal mal für 5 Minuten ausgesetzt hat, oder sagen wir mal für 25, dass sie klein spielen, den Ball ins Tor tragen wollen. Das war nämlich bei Arsenal, als wir die 2 Tore gemacht haben, war es da mal anders. Wobei, weil Kamada irgendwann mal gesagt hat, okay, vielleicht ist es ganz sinnvoll, auch mal drauf zu hauen. Aber das haben wir dann auch gegen Mainz viel zu selten gemacht. Und auch da, in dieser Szene, hätten wir das auch machen können, da wäre die Szene irgendwie unproblematisch gewesen. Der Ball wäre vielleicht irgendwie sonst wohin gerutscht, aber du hättest nicht diese Problematik gehabt. Und dann hast du sie und dann machst du das, was Kor macht. Meine Frage an euch, war das die logische Konsequenz? Musste er das machen oder kann man da zurückbleiben? Also ich finde, Etienne hat einen wichtigen Punkt gesagt, der in der Nachbetrachtung noch gar nicht besprochen wurde. Der muss ja auch nicht querlaufen. Ja. Du kannst ja, wenn du weißt, okay, ich erwische den nicht, kannst du trotzdem den Spieler da durch deine eigene Präsenz und so unter Druck setzen, dass du die Wahrscheinlichkeit verringerst, dass er das 1 gegen 1 reinhaut. Also du kannst ihn ja, du kannst ihn wahrscheinlich nicht mehr stoppen, aber du kannst ihn zumindest so weit irritieren, dass er quasi vielleicht in Hektik gerät und weiß ich nicht, dann ballert ihm der Ball über den Spann oder irgendwas. Mhm. Aber diese Situation war tatsächlich nur so von wegen, okay, ich kann jetzt hier nichts anderes machen und ich muss das machen. Ich tue mich immer noch schwer, das abschließend zu bewerten, weil es ist Halbzeit. Du kannst dir entweder sagen, okay, ich würde fast denken, die Ideallösung wäre gewesen, ja, es gibt eigentlich keine Ideallösung. Es gibt viele Möglichkeiten. Er kann ihn auch in den Strafraum laufen lassen, ihn da umwichsen, dann kriegst du eine gelbe Karte und 11 Meter, weil Doppelbestrafung gibt es nicht mehr. Mhm. Dann steht es aber 1-1, aber du hast noch 11 Mann. Was er gemacht hat, Freistoß, rote Karte. Ganz ehrlich, Leute, wenn wir es geschafft hätten, was Hütter ja auch probiert hat, uns das 1-0 zu ermauern, hätten wir gesagt, ey, Kor, alles richtig gemacht. Ich glaube, in der Situation gibt es keine richtige Entscheidung, muss ich sagen. Ich sehe es ein bisschen anders. Es ist natürlich klar, es ist die Wahl zwischen zwei Übeln, das ist auf jeden Fall klar. Aber also erstens mal, ich weiß gar nicht, wer war es, Unisivo oder wer hat das Tor geschossen? Unisivo hat das später. Wer wurde gefoult, ja. Hm? Der muss es auch erstmal machen, so, ne? Wir reden nicht von Lewandowski. Das ist also genau wir der hatten Punkt. Renault hatte einen überragenden Tag. Es ist ein vermeintlich spitzer Winkel. Klar wäre das eine sehr gute Chance vermutlich gewesen, aber er muss ihn trotzdem erstmal machen. Punkt 1. Und Punkt 2 ist, so wie wir spielen zurzeit, gibt es wenig Anlass zur Hoffnung zu denken, dass wir keinen Gegentreffer kriegen. Wir kriegen immer irgendein dummes Gegentor. Ja. Wenn wir jetzt irgendwie die krasse Abwehrmannschaft, wenn wir so verteidigen können, wie Wolfsburg gegen uns verteidigt hätten, ja, dann würde ich sagen, ja, wir verlassen uns auf unsere Mega-Defensive. Aber unsere Defensive schwimmt in jedem Scheißspiel, kriegen wir so viele Angriffe gegen uns. Da hätte ich gesagt, in dem Moment, wo der Gegentreffer fällt, haben wir ein Problem, weil dann haben wir den Gegentreffer und nur 10 Mann. Aber selbst wenn es 1-1 steht, dann gehen wir in die zweite Halbzeit. Wir haben eigentlich die bessere Truppe. Und mit 11 gegen 11 können wir in der zweiten Halbzeit hier immer noch was reißen. Und weißt du was? Ja. Zur Not nehmen wir halt das Unentschieden mit. Das ist ein Gamble zu sagen, dass wir das 1-0 halten, 45 Minuten lang mit 10 Mann. Und dazu kommt auch noch, dass Kor ja auch noch gesperrt ist. Der fehlt ja auch noch. Das ist ja auch nochmal eine. Was wir natürlich nicht vergessen dürfen, die Zeit, die wir jetzt hier haben, uns das zu überlegen, hat er ja nicht. Also der trifft diese Entscheidung ja nicht mit den Abwägungen, die wir gerade machen. Nichtsdestotrotz, habe ich mich ein Stück weit von Etienne überzeugen lassen. Eigentlich muss er wegbleiben. Weil wahrscheinlich ist es wirklich so, dass der von 10 Versuchen macht er vielleicht 5-6 rein. Ja. Das ist halt eine 50-50-Nummer. Dann hast du so ein bisschen rot-schwarz beim Roulette-Tisch. Aber so hast du halt tatsächlich, und man hat ja tatsächlich auch in Freiburg gesehen, dass selbst wenn du ein bisschen besser bist, dass die Eintracht mit 10 Mann dann auswärts auch nicht gebacken kriegt. So. Also das war diese rote Karten, die hauen uns momentan so viel weg. Das nervt krass. Das sind ja die, was Etienne am Anfang angesprochen hat, diese einzelnen Fehler von Einzelnen, von Fernandes, von Kor, und dann hast du so eine andere Szene. Das tötet dir dieses Spiel, wo du endlich mal dieses Spielglück wieder hattest und einfach in Führung gehst bei einem 50-50-Spiel, wo du dann eigentlich in die Halbzeit gehst
und denkst, boah, Leute, Suff gehabt, aber wir führen 1-0, wir können jetzt so ein bisschen mal gucken, was die uns anbieten. So, die müssen jetzt ein bisschen mehr uns die Räume geben und dann kannst du vielleicht wirklich dann sagen, okay, jetzt ballert die Bälle lang auf Kostic, vielleicht wechseln wir noch Gacinovic ein, um ein bisschen mehr Vertikalität reinzukriegen, dann kannst du alles machen, aber so, und ganz ehrlich, ich weiß nicht, wahrscheinlich auch so ein bisschen meinem Präventivpessimismus geschuldet, aber nach dieser roten Karte wusste ich, dass die Nummer schief geht. Also ja. Das hat man gespürt und du wurdest auch in den ersten paar Sekunden fast schon in der zweiten Halbzeit bestätigt, weil sofort die Eintracht da stand, als wären die nicht nur einer weniger, sondern zwei. Ja, das ist ein Kapital, genau, da will ich gleich drauf zukommen. Aber ich will das auch nochmal ganz kurz aufdröseln, weil genau das ist nämlich der Punkt. Ich hatte nämlich mit Weidel, wir haben ja nebeneinander gesagt und haben auch darüber gesprochen. Er war auch der Meinung, okay, den kann man faulen, muss man vielleicht sogar. Aber ich sehe das auch wie Etienne. Ich denke, das wäre, natürlich können wir immer im Nachhinein leicht drüber sprechen, aber der Özcanali, der halt sein Gegenspieler war, der von Kor, der macht jetzt auch nicht jedes Spiel ein Tor. So. Und das ist eine, und selbst wenn das passiert, whatever, aber dann nicht noch schon wieder eine rote Karte, weil wir, guck mal, wie intensiv die letzten Partien sowieso waren und dann wieder 45 Minuten nur mit 10 Mann, das ist auch für eine Mannschaft, die in der Doppelbelastungssituation gerade akut hat, ist es echt kein Vorteil. Und das hast du dann, Basti, und da kommen wir genau dazu, was du gesagt hast, zu dieser Problematik, dass die Eintracht rauskommt, ja, du hast dir das Glück gehabt, dass du bis zum Halbzeit für wenigstens noch mit 1-0 dabei warst und dann kommt die aber raus und du denkst, Alter, was ist das denn hier für ein Spiel? Jetzt machen die Mainzer aber gerade mal richtig Druck und das hat mich komplett irgendwie geärgert. Dann hast du ja sogar noch einen Wechsel vorgenommen, wo ich gedacht habe, okay, das ist jetzt ein Defensivwechsel, Paciencia raus, den wir auch wirklich nicht gesehen haben, Toro rein, Toro hat eine ganz akzeptable Partie gemacht, aber ich habe trotzdem nicht gemerkt, dass da irgendwie mehr Sicherheit drin war. Ich möchte mal ganz kurz auf diesen Konter eingehen, weil ich habe mir jetzt noch mal kurz bei Eintracht TV, ich habe mir nochmal die Szene nochmal genau angeguckt. Und was da wirklich auch auffällt, ist, wir haben nicht mal mit zwei Mann abgesichert. Im Prinzip haben wir nur mit Rode abgesichert, weil in dem Moment die Ecke fliegt rein, keiner von unseren Spielern kommt dran. Und was macht Kor, anstatt bei Onisovo zu bleiben und nach hinten abzusichern, rennt er auf den 16er zu. Dann merkt er kommt nicht an den Ballbesitzenden ran. Dann ist ihm aber im Rücken der Typ, den er hätte absichern sollen, schon davongerannt. Und dann kommt er nicht mehr ran. Und es ist jetzt ein bisschen schwer, das so verbal zu erklären. Aber guckt euch die Szene bitte nochmal an und achtet nur auf das Verhalten von Dominic Kor. Also dieses Gegentor und dieser Gegenangriff geht zu 100% komplett auf seine Kappe. Mhm. Nicht nur die rote Karte, die er dann verschuldet hat, sondern dass es überhaupt so weit kommen könnte. Denn wenn er nicht nach vorne zum 16er rennt, sondern einfach hinten absichert mit Rode, haben wir den Salat überhaupt nicht. Es war einfach grottenschlecht. Das wollte ich nur noch mal, unabhängig davon, ob er hätte faulen sollen oder nicht, der Fehler war ja schon davor, dass es überhaupt zu so einem Pass kommen kann. Ja. Gut, momentan hat die Eintracht auch nicht die Stärke, und ganz ehrlich, diese Fehler passieren ja, aber die Eintracht ist momentan so fragil, dass sie es einfach nicht schafft, solche Fehler, das reißt dann komplett das Kartenhaus ein. Das ist so instabil, dass du weißt, okay, es reicht ein Aussetzer von Fernandes, es reicht ein Aussetzer von Kor, dann ist die ganze Nummer am Arsch. Das spricht ja dann auch Bände, da können wir vielleicht später nochmal in einer allgemeinen Betrachtung drauf kommen. Aber was Marvin und ich jetzt schon angesprochen haben, die zweite Halbzeit ist dann tatsächlich so, dass du das Gefühl hast, was ist denn jetzt los? Also, ja. Es ist hier schon die 80. Minute, Mainz wirft alles nach vorne und wir sind mit 9 Mann da hinten drin. Also was ist denn jetzt passiert? Weil, und das hat sich ja dann gezeigt, egal wie die Tore fallen, natürlich ist das 1-1 glücklich. Also das hat nichts mit einer roten Karte zu tun. Und ich verstehe es auch nicht, weil dieser Wechsel, den kann man verstehen, um mehr Stabilität reinzukriegen. Du weißt aber natürlich, dass du jetzt quasi 45 Minuten keinerlei Entlastung hast. Also Kamada ist nicht derjenige, der dir die Bälle hält oder sonst irgendwas. Der kostet auch nicht. Kostic kann vielleicht mal rennen. Aber du weißt auf jeden Fall, viel Entlastung wirst du nicht mehr haben. Dann erwarte ich aber, wenn du diese Taktik wählst, dass du dann hinten nicht schwimmst. Also was ist das denn? Wenn du sagst, okay, wir verzichten komplett auf Offensivpower, dann muss es ja aber auch einen Gain haben, auf der anderen Seite zu sagen, dann stehen wir stabil. Weil die Abwehr hat sich ja nicht verändert, großartig. Und dann so zu schwimmen, weiß ich nicht. Ja, und dann die ganze Zeit, guck mal, du hast ja direkt nach dem 1-1 das Gefühl gehabt, okay, jetzt geht's gerade weiter. Und dann ist ja zwischenzeitlich dann noch ein 2-1 vermeintlich dann auch abgepfiffen worden, was dann kein Tor war. Durch einen VAR-Einsatz ist dann, das war ja 53. Minute, du hast der 50. das 1-1 gehabt und der 53. hat es fast nochmal geklingelt. Und da muss ich mir noch fragen, was ist denn da los? Wo stimmt
es denn da komplett in der Zuordnung nicht? Und warum wählt man nicht ein Konzept, um wirklich mal die Defensive dann zu stärken? Das Problem ist, sie finden noch nicht mal, dass die Defensive komplett das Problem ist. Denn aktuell, ich meine, wenn ich sehe, ja, es ist halt die fehlende Möglichkeit, auch wieder nach vorne zu gehen. Du hast mit Touré jemanden, der ein ordentliches Spiel gemacht hat. Ein Dicker hat ein super gutes Spiel gemacht. Hinteregger sowieso. Also das sind ja alles brauchbare Menschen und brauchbare Spiele. Aber trotzdem kriegst die Eintracht auch diese Entlastung nicht hin, weil ab dem Mittelfeld, Etienne, das hast du ja gerade angesprochen, da passiert ja gar nichts. Und ganz ehrlich, wenn die mit Kamada, der Einzige da vorne ist, immer noch hohe Bälle spielen. Ja, liebe Leute, was ist denn da los? Aber das ist genau das, was ich meine. Wenn du dir mal anguckst, wie gut die Abwehr eigentlich von der Eintracht gestern gespielt hast und wie sehr die Abwehr geschwommen ist die ganze Zeit, dann wird dir klar, dass das ein Systemfehler ist oder ein Taktikfehler oder ein Trainercoaching. Ich kann es dir nicht genau sagen, was es ist. Dafür bin ich dann auch zu wenig Experte. Aber es ist halt klar, dass da irgendwie die Abstimmung nicht stimmt, die Mannschaftsteile, weiß ich, nicht zu weit auseinander sind, die Feinjustierung zwischen den Mannschaftsteilen, weil wir haben gute Einzelspieler, ja, aber irgendwie knarzt es da und da muss man dann vielleicht auch mal die Systemfrage stellen, diese Dreierkette. Wir haben ja auch gar keinen Plan B. Wir spielen ja wirklich jetzt seit Hütter da ist, im Prinzip eine Taktik durch. Wir ziehen diesen Stiefel durch und mal klappt da nicht. Aber es gibt gar keine andere Alternative, habe ich das Gefühl. Wann haben wir mal mit einer Viererkette gespielt? Diese Frage habe ich mir auch gestellt, weil eigentlich ist ja die Viererkette Hütter sein System. Das hat er nur gemacht wegen Hasebe. Ich frage mich aber, Hasebe ist ja jetzt ein paar Mal raus. Das habe ich mich auch gefragt, ob es nicht mal eine Möglichkeit ist zu sagen, ey, Hasebe ist jetzt nicht da, wir müssen eh ohne ihn auskommen. Vielleicht verändern wir ein bisschen die Statik und spielen eine Viererkette. Und dann ist mir aber eingefallen, ja, wir haben aber gar keinen Linksverteidiger. Weil man muss ganz ehrlich sagen, Kostic bei allen Ehren, was er vorne macht, der hat nach hinten auch viele Stellungsfehler. Und da kommt wirklich das dann, weil das passiert dann. Wenn Kostic zweimal nicht aufpasst, dann muss Indika rausrücken und dann steht er auf weiter Flur und dann ist er eine Riesenlücke. So. Hinteregger bügelt das immer gut aus und auf der anderen Seite Touré auch. Aber Touré hat es ein bisschen leichter, weil er mit Da Costa ja eigentlich eine hat, der ein bisschen defensiver sozialisiert wurde. Also da hast du auch so eine Unstatik in dem Spiel, muss man sagen. Aber du kannst ja die Viererkette praktisch nicht spielen, weil du keinen Linksverteidiger hast, weil wir es auch schon angesprochen haben, dass diese Breite, die wir angeblich haben, die ist gar nicht da. Das merkst du auch daran, dass plötzlich ein Toro aus dem Nichts reinkommt, der ja völlig außen vor vorher war. Also ja, guck dir mal die Auswechselbank an. Ja, also das scheint ja nicht so zu sein, dass du sagen kannst, okay, wir haben jetzt hier Material auf der Bank, wo wir meinst, zumindest auch mit 10 Mann irgendwie noch gefährlich werden können. Was ja zumindest in Freiburg dann in Teilen noch der Fall war. Und das wundert mich ein bisschen. Ich muss sagen, wenn wir jetzt weiterkommen zum Gegentreffer, da muss ich tatsächlich sagen, da hat für mich Touré nicht das ganz beste Spiel gemacht, weil da lässt er sich von Scholloy natürlich riesig abkochen. Also, das war schlecht, natürlich. Da muss er auf dem Boden bleiben. Aber da muss man vielleicht auch Touré sagen, okay, das gehört auch zu seiner Entwicklung dazu. Zu sagen, wenn du gegen erfahrenen Spieler wie Scholloy spielst, der wichst dich dann einmal ab, das passiert ihm vielleicht jetzt nicht nochmal, muss er lernen, da kannst du ihm auch keinen Riesenvorwurf machen. Das sind aber trotzdem diese Kleinigkeiten. Abgefälschter Ball, Fehler von einem jungen Spieler, der sich gerade erst von der Verletzung wiederholt hatte, nachdem er so einigermaßen gut drin war und auch vorher eine schwere Zeit hatte. Das sind zwei Sachen, die können passieren. Trotzdem musst du in der Lage sein, weil ich bleib dabei. Mainz war an dem Tag auch nicht so gut, dass du in der Lage sein musst, da mindestens 2-2 zu spielen, auch mit 10 Mann. Oh, ja. Und dann kommen wir zum nächsten, was mich aufregt. Und dann sage ich über dieses Spiel auch nichts mehr und lasse euch, dass wir dann nicht mal einen Ansatz einen Stürmer eingewechselt haben. Ja. Nicht mal in der 85. Minute. Also was war das denn für ein Plan? Weil ganz ehrlich, wenn du schon unbedingt, und ich habe eigentlich keinen Bock drauf, wenn du schon unbedingt 400 Mal flanken willst, weil es war ja die Standardszene in der zweiten Halbzeit war ja, Kamada hat den Ball, spielt raus auf Da Costa oder Touré so. Dann flanken die da rein. Wer steht denn da? Kamada soll er jetzt den Flugkopfballtor machen. Yes. Dann hast du wenigstens, du hast natürlich auch keine kopfballstarken Stürmer mehr auf der Bank. Trotzdem kann es doch irgendwie zumindest besser sein, einen gelernten Stürmer reinzubringen, und wenn es nur Juveljic ist. Also Juveljic muss ja irgendwie 10 Minuten drin haben oder das Silva auch. Ja, also das habe ich von der Wechseltaktik überhaupt nicht verstanden. Also ich muss sagen, ich konnte nachvollziehen, dass Gacinovic reinkommt, denn auch da muss man sagen, auch wenn es viele Meinungen da gibt, die auseinandergehen, ist es bei Gacinovic schon so, dass er vielleicht im 1:1 auch einen gefährlichen Freistoß nochmal rausholen kann. Kann vielleicht sogar im Elfmeter, Potenzial hat er da auch. Aber trotzdem muss man ja sagen, genau das, was du auch gemeint hast, dass du am Ende, du hast ja noch einen Wechsel frei, den musst du doch für irgendwas verfeuern. Ganz ehrlich, da ist
Silva noch auf der Bank. Ist Silva denn mittlerweile so unten durch, dass der überhaupt nicht mehr spielt? Und meine Güte, dann lass halt Jovel jetzt mal ran. Irgendwas probieren, irgendwie so ein bisschen dann aufbäumen. Besser als nix. Ganz ehrlich, dann nehme ich halt irgendjemanden raus, der mir da hinten nichts mehr bringt, weil es eh schon fast vorbei ist. Dann hätte ich lieber einen Soma rausgenommen und dafür halt Silva oder Jovel jetzt gebracht. Einfach nur, um zu zeigen, wir probieren nochmal offensiv was. Weil genau das, was du eben gesagt hast, die Mainzer, die waren ja dann auch wieder ein Stück zurück. Die haben ja ein Stück zurückgeschaltet, nachdem sie das 2-1 gemacht haben. Und wir hatten ja diese Chancen. Bis zum Ende war es ja echt eine heiße Partie, könnte man fast meinen, wo wir dann immer noch zu Halbchancen gekommen sind. Ich erinnere euch, als Hinteregger da am 16er da rumgekurvt ist und hat den Ball dann da reingespielt, hätte da eine Person richtig gestanden, hätte es da auch trotzdem 2-2 gestanden. Also wir hatten ja unsere Möglichkeiten. Aber die musst du halt... Das ist doch das Schlimme zu sehen, okay, selbst unter diesen widrigen Umständen, mit dieser fragilen, unsicheren Mannschaft, mit allen taktischen Mängeln, die Etienne schon angesprochen hat, kannst du dort trotzdem noch 2-2 spielen. Da will ich aber nicht wissen, was, wenn es einigermaßen normal bei uns läuft, dann musst du die eigentlich 4-0 weghauen. Das ist das, was mich am meisten nervt. Du siehst ja, und selbst in Freiburg war es ja auch so, wir hätten auch gegen Freiburg hätten wir mit 10 Mann das Ding irgendwie noch unentschieden gestalten können oder hatten auch mit Hinteregger noch eine Riesenchance in Freiburg. Das ist ja das, was mich am meisten nervt, zu sehen, Alter, dann konzentriert euch bitte. Genau. Aber ich finde, was ihr sagt mit Jovelic zum Beispiel, ne? Egal jetzt mal, ob der die Qualität hat oder nicht, aber was du mir nicht erzählen kannst, ist, wenn du den bringst für 10 Minuten, der wird rennen, bis die Zunge auf dem Boden liegt. Der will sich beweisen, der ist wie so ein aufgezogenes Auto, wird der losgelassen. Kamada hat auch nicht mehr wirklich am Ende die Räume zugelaufen oder so. Also allein nur, um jemanden mal zu haben, der ein bisschen die Leute anläuft oder so, hättest du den schon einwechseln können. Davon abgesehen weiß der trotzdem, wo das Tor steht. Stattdessen schlagen wir Flanken in den Strafraum, wo kein Stürmer mehr steht. Ja, also ich kapiere, das meine ich halt, ich kapiere so, manche Entscheidung kapiere ich einfach zurzeit nicht mehr. Aber und das ist halt wirklich schon wieder Teil des größeren Problems. Da müssen wir echt auch dann mal über die Kaderplanung reden, wenn wir lauter Spieler haben, denen der Trainer scheinbar nicht wirklich vertraut. Dann ist irgendwas falsch gelaufen. Ihr sagt, wir haben keinen Linksverteidiger. Was ist mit Chandler? Was ist mit Durm? Können die nicht links spielen, theoretisch? Ja. Also wir haben, ihr sagt ja quasi, und ich stimme euch da eigentlich auch zu, wir haben einen Kader, der nur eine einzige Aufstellung oder ein einziges System zulässt. Und die ganze Zeit wird erzählt, wie breit der Kader ist. Wir haben irgendwie 10 zentrale Mittelfeldspieler. Wir haben 4 Torhüter. Aber wir haben keinen einzigen, der auch nur annähernd Kostic ersetzen kann. Stellt euch mal vor, Kostic verletzt sich. Ja, dann ist die Saison mehr oder weniger gelaufen. Das ist der einzige, der irgendwie noch Dynamik in dieses Team reinbringt, ja. Also was ist denn da schiefgelaufen? Und wir hatten so viel Geld, ich möchte es an der Stelle nochmal sagen, wie die Eintracht noch nie im Leben hatte, unabhängig davon, ob wir die Büffelherde ersetzen mussten oder nicht. Ja. Wir hatten einen Stamm einigermaßen, klar hat das alles Geld gekostet, aber du holst dann halt auch für 10 Millionen einen Chor und für 10 Millionen einen So. Da muss ich ganz ehrlich sagen, ja, kann man, ich mag die Jungs, ich will denen auch nicht eine gewisse Qualität absprechen, aber für 10 Millionen, Rebic hat keine 10 Millionen gekostet, Alert keine 10 Millionen gekostet, kein Spieler der Welt hat so viel gekostet, den die Eintracht je geholt hat. Aber also, Core fast. Ja, und da muss man dann echt mal überlegen, ob man, wenn man 20 Millionen für Core und So und weiß ich nicht, was ausgibt, ob man die 20 Millionen nicht hätte lieber in den Max Kruse gesteckt oder so. Ja. Also, oder ich weiß ja, man weiß ja nicht, was im Hintergrund so an Verhandlungen läuft, aber ich finde, dass wir da insgesamt kein gutes Bild abgeben. Nee, das ist genau der Punkt. Lass uns doch mal das Mainz-Spiel abschließen. Hat noch einer was zu Mainz-Spiel, weil dann können wir tatsächlich, wenn wir Etienne haben, wir ja nicht so oft viel, da können wir so trotzdem ein bisschen über die allgemeine Entwicklung mal sprechen. Können wir machen. Ich finde auch, dass Mainz haben wir insofern abgehandelt. Es zeigt dir die Probleme, die extrem offensichtlich sind. Ne? Denn an dem Spiel gegen Mainz wird extrem viel offenbar, was manchmal gut funktionieren kann, manchmal mit ein bisschen Glück, aber wo es offensichtlich hakt. Deswegen, wir machen Mainz jetzt mal, machen wir mal einen Deckel drauf. Aber ich will genau daran die Frage anschließen, denn das Problem ist, wir haben nicht diese Stürmertiefe, aber warum, wie kann es sein, dass wir dann jemanden verpflichten, das ist eine User-Frage, die würde ich ganz gerne bei euch reintragen, vom Hendrik93, der uns fragt, wie kann es sein, dass wir dann jemanden verpflichten, einen Stürmer wie Bastos, der nicht in der Lage ist, 3 Spiele in Folge zu machen? Ist es eine Fehlverpflichtung oder hat man sich davon zu viel versprochen? Wie seht ihr das? Na, ich finde, die Frage müsste eigentlich lauten, also dass wir Teile oder die ganze Büffelherde verlieren, war ja
schon ein halbes Jahr vor dem Sommer klar. Und dass wir viel Geld dafür kriegen, war auch klar. Wir wussten also, auf welchen Positionen wir uns verbessern müssen. Und wir wussten auch, dass wir ordentlich Geld haben. Mhm. Und da, finde ich, kann man dann schon enttäuscht sein. Ich meine, sowohl Bas Dost als auch Silva kamen ja ganz zum Schluss. Bei Silva war es so ein ganz komisches Ding, wo irgendwie getauscht wurde oder was weiß ich, verliehen, Kaufoption, keine Ahnung, mit Rebic irgendwie verrechnet, was schon irgendwie merkwürdig war. Da hat man auch im Verein verpasst, klare Linien zu setzen, zu sagen, also bis hierhin muss er gewechselt sein oder auch nicht oder was weiß ich. Da kann man ja, konnten wir vielleicht sogar fast froh sein, dass wir überhaupt noch einen Spieler gekriegt haben für Rebic, der annähernd Niveau angeblich zumindest hat. Und Bas Dost, also muss ich auch ganz ehrlich sagen, das viel gelobte Scouting, wenn dir, wenn du ein Jahr Zeit hast oder weiß ich nicht, ein halbes Jahr, um Allaire zu ersetzen und dir fällt nichts Besseres als Bas Dost ein, ich will ihm keine Qualität absprechen, aber dafür brauche ich kein Scouting für Bas Dost. Bas Dost ist bekannt und ja, keine Ahnung, jetzt sieht man halt, portugiesische Liga ist halt nicht Bundesliga, fit war er auch nicht offensichtlich, das ist auch vielleicht nicht richtig geprüft worden in dem ganzen Hickhack um seinen Wechsel. Es ist auf jeden Fall nicht optimal gelaufen. Ich glaube, das kann man ziemlich eindeutig sagen. Ja. Ich bin nämlich mittlerweile auch, ich wollte immer auch vorsichtig sein, weil es wird ja tatsächlich, man muss auch aufpassen. Und gerade ich muss aufpassen, weil ich tatsächlich auch diese fast schon Liebesbeziehung zu Ante Rebic habe, zu sagen, ey, ich vermisse den so sehr. Da ist ja dann auch viel Verklärung dabei, weil er hat auch wirklich immer Phasen drin gehabt, wo er genervt hat. Ich finde zum Beispiel, wenn wir jetzt mal 1:1 aufdröseln, dieser Tausch Rebic gegen Silva war am Ende ein guter, weil du hast das Gefühl gehabt, okay, du hast einen weniger komplizierten Spieler, der ein ähnliches, wenn nicht sogar mehr Potenzial hat. Dass das jetzt noch nicht so läuft, ist, kannst du vielleicht unter Pech abhaken. Ich finde, der Move ist gut, weil du hast die 1:1 getauscht und Milan wird sich, glaube ich, jetzt auch nicht über diesen Deal freuen und sagen, haha, wir haben die Eintracht verarscht. Sondern die haben auch ihre Probleme. Ich glaube tatsächlich auch, dass Silva, wenn der mal irgendwie reinkommt, wirklich auch ein wichtiger Spieler sein kann und auch schon war. Also wir dürfen auch nicht vergessen, der hat auch schon seine Buden gemacht. Warum es jetzt aktuell nicht so läuft, kann man nicht beurteilen, wird der Trainer wissen. So. Was aber der entscheidende Faktor ist, den Etienne gerade angesprochen hat, ist für mich tatsächlich zu wissen, okay, Jovic war klar, dass er geht, Haller war klar, na gut, wahrscheinlich haben die es nicht gedacht, aber das war trotzdem noch lang genug Zeit. Dann hast du, wie gesagt, diese Asche im Sommer und weißt, okay, ich muss die drei ersetzen. Und das Rebic die ganze Zeit da, hast du noch getauscht, tun wir mal beiseite. Dass du tatsächlich Bas Dost holst für Haller und Joveljic für Jovic. Das finde ich krass. Also da fehlt einer, weil du hast dich ja scheinbar bei Joveljic komplett verschätzt, beziehungsweise haben die aber eigentlich auch so kommuniziert, ja, den müssen wir aufbauen, bla bla bla. Das heißt, ihn kannst du nicht mal als Ersatz eigentlich zählen. So, dann heißt diese Lücke, vor die Jovic gerissen hat, sollte dann angeblich Patience erfüllen. Und Dost, Haller, da fehlt ein kompletter Stürmer. Das hatten wir, glaube ich, auch zu Sommerbeginn auch gesagt. Da fehlt ein kompletter Stürmer, der sofort da ist. Bei Silva wusstest du, dass er seine Verletzungshistorie hat. Bei Bas Dost, ganz ehrlich, Etienne hat diese beiden Sachen auseinandergedriftet, aber eigentlich kannst du sie zusammentun. Dass er nicht fit ist, liegt wahrscheinlich daran, dass er in der portugiesischen Liga gespielt hat. Da spielst du vielleicht zweimal im Jahr, hast du ernstzunehmende Spiele und ansonsten tingelst du da rum und wahrscheinlich hat er in Portugal die ganze Zeit vorne rumgestanden. Die haben ihm die Bälle irgendwie geliefert und hat die halt reingehauen. Der wird mit Sicherheit nicht ein aggressives Angriffspressing da gespielt haben, wo er die ganze Zeit hin und her rennen muss. Jetzt kommt er hierher und merkt das an seiner Muskulatur. Joveljic merkt auch, dass er noch nicht Freshes. Du hast einfach drei Stürmer dafür geholt, die alle drei Fragezeichen über ihrem Kopf haben. Und das geht nicht. Für mich ist der entscheidende Fehler, dass du nicht einen Striker geholt hast, der wirklich auch ein Striker ist, der dir ein paar Tore garantiert und der sofort da ist und der auch robust ist. Du hast natürlich, die Eintracht muss auch immer, ganz ehrlich, wir sind Eintracht Frankfurt, wir müssen auch immer Wetten abschließen, die mal gut gehen können und mal nicht, weil wir halt trotzdem diesen Sommer nicht das ganz große Geld haben oder uns auch nicht riskieren können, irgendwie einem Spieler 6 Millionen Euro im Jahr zu zahlen. Das verstehe ich alles. Nichtsdestotrotz musst du einen Stürmer holen, wo du weißt, okay, der ist jetzt safe. Was haben wir denn jetzt? Jetzt haben wir Paciencia, der zum ersten Mal in dieser komplett verantwortlichen Rolle ist, der das auch gut macht, der diese Sachen aber nicht alleine tragen kann. Da kommen wir ganz kurz mal wieder zu meinem Spieler. Der vertändelt auch zu viele Bälle. Der weiß auch teilweise nicht, wie er anlaufen muss und so. Du hast einfach für mich tatsächlich den Fehler gemacht und Etienne hat der Max Kruse angesprochen, wenn du in dem Regal dich schon umgeschaut hast und was dann am Ende aus dem Regal rausgeholt wurde, das ist für mich tatsächlich zu wenig und das zeigt sich jetzt, weil wenn alle Wetten nicht aufgehen, stehst du da und dann spielen wir tatsächlich in Mainz mit einem Stürmer und am Ende mit einer roten Karte mit keinem mehr. Und das ist für mich nicht ideal und das hat auch nichts mit dieser Doppelbelastung zu tun, sondern das ist einfach eine Fehlplanung im Kader beziehungsweise auch vielleicht zu wenig Risikobereitschaft,
Ja. Dazu gehen. Ja, genau. Aber da, auch da, ich will versuchen, diese Einordnung nochmal hinzubekommen. Natürlich ist es eine Fehlplanung, darüber haben wir schon öfter gesprochen. Man darf aber auch nicht vergessen, auch gerade, wenn wir diese Diskussion immer wieder führen, dass extrem viel einfach nicht geklappt hat in der letzten Minute. Ne? Diese ganze Kiste mit Balotelli und Boateng war ja nichts, was jetzt irgendjemand ausgedacht hat. Die Sache war ja unglaublich heiß und stand ja kurz vorm Abschluss. Das war ja genau dieser B-Plan, den sie hatten, nachdem der A-Plan Kruse nicht geklappt hat. So, und dann warst du mit der Boateng-Balotelli-Kiste eigentlich schon extrem weit und es gab ein kleines Rädchen, was dann nicht mehr funktioniert hat, sodass der ganze Deal geplatzt ist. Weil ich glaube, mit dieser Aufstellung, zumindest für ein Jahr, hättest du ja auch für einen riesen Aufschrei im positiven Sinne, muss ich sagen, gesorgt und hättest, glaube ich, auch Fans nochmal anders emotionalisieren können. Hättest gleichzeitig mit einem fitten Balotelli jemanden gehabt, der eine ganz andere Körpersprache hat, als es jetzt aktuell ein Kamada da ist, wenn der jetzt da spielt, oder selbst als Paciencia. Und da muss ich, deswegen, ich will die Eintracht nicht komplett in Schutz nehmen, aber ich glaube, wir müssen das auch in Relation setzen, müssen da halt auch sehen, da hängt es halt auch, wenn gleich zwei geplante Deals halt nicht funktionieren und du dann in der letzten Minute eigentlich sehen musst, dass du überhaupt noch jemanden bekommst. Ne? Aber ich meine, Balotelli, Boateng, das wäre jetzt aber auch kein so risikoloses Unterfangen gewesen. Ja, richtig. Schon gar, das ist auch eine Wette. Und auch schon gar keins, was für die Zukunft Bestand hat. Ja. Ja, also insofern, ich hätte keiner, also außer Basti, hätte sich mehr gefreut über die zwei Typen bei uns. Das hätte ich auf jeden Fall gerne mitgenommen, dieses Jahr die beiden zu sehen, auch wenn es dann nicht eine gewonnene Wette gewesen wäre. Aber Balotelli und Boateng zusammen bei der Eintracht hätte ich auf jeden Fall unterschrieben. Aber wenn ich sehe, dass ein Gladbach ein Thüram holt für 9 Millionen und wir holen einen Chor für 8,5 Millionen. Ja, da ist nicht alles optimal gelaufen so, ja. Und wenn ich sehe, dass wir einen Mbabu nicht für 9 Millionen holen, aber genau so ein Spieler eigentlich gebraucht wird oder ich weiß nicht, ich bin kein Fußballmanager, die werden sich was dabei gedacht haben. Ja, ich finde es nur, es ist einfach irgendwie nicht ideal gelaufen und was ich nicht verstehe, ist, wir hatten Kohle und wir hatten Zeit. Und das ist das, da habe ich einfach mehr erwartet einfach dann. Man muss tatsächlich sagen, wir können dasselbe, was wir im Sturm gemacht haben, kannst du auch genau mit dieser Kostic-Position sagen. Wir haben tatsächlich, erinnert ihr euch, wer im Gespräch war, bevor wir Durm geholt haben und dieser Spieler war plötzlich verwundert, dass wir ihn doch nicht geholt haben, für 15 Millionen Pedraza aus Spanien. Da bist du an einem spanischen U-Nationalspieler dran, der jetzt auch tatsächlich Stammspieler in La Liga ist. Der ist im Gespräch, den kriegst du nicht oder willst du nicht, ist sie zu teuer, 15 Millionen, bla bla bla, und dann holst du Erik Durm. Mhm. Das ist tatsächlich dasselbe in Grün wie vorne. Du kriegst den nicht oder noch nicht den. Da ist das Gefälle zu groß. Chor kannst du meiner Meinung nach holen, weil das ist ein guter Typ. Ich glaube, der macht dir keinen Stress, wenn der mal auf der Dings ist und der ist für mich trotzdem ein Upgrade zu Fernandes. Weil du auf brauchst jeden Fall aber nicht für 9 Millionen. Ja, genau. Ja, weiß ich nicht. Kommt immer drauf an, wenn du es halt noch hast, von mir aus. Die Sache ist aber einfach, du hast mittlerweile dann Spiele, wo Chor und Fernandes auch spielen. Und dann weiß ich ja, okay, Leute, da wird aus dem Mittelfeld wird nicht viel Spielerisches kommen. So würde ich es tatsächlich aus dieser Rechnung rausnehmen. Ja. Diesen Transfer habe ich verstanden, den verstehe ich immer noch, weil er immer noch andeutet, was er kann. Problem ist, der kommt auch in ein nicht funktionierendes Gebilde. Das ist für ihn auch nicht. Also er wird nicht. Ja, den nehme ich auch, der ist auch 22, den nehme ich auch noch in Schutz. Der muss sich an die Bundesliga gewöhnen, der hat angedeutet, was er kann. Da bin ich auch nicht komplett dagegen oder so. Ich habe das auch im Vorfeld immer befürwortet, zumal der Trainer den halt auch kennt und weiß, was er da holt. Und da muss man dann einfach dem Jungen auch noch ein bisschen Zeit geben, sich zu entwickeln. Ist ja auch vollkommen in Ordnung. Ich habe auch nichts gegen Chor. Ich finde nur, Preis-Leistungs-Verhältnis hat diese Saison leider genau einfach nicht so gestimmt. Ich finde eigentlich fast jeden Transfer konnte ich einigermaßen. Ich finde auch Joveljic ist ein guter Transfer, weil ich glaube, dass der Bub auf jeden Fall Potenzial hat, sich zu entwickeln. Aber ihr sagt es ja selbst, Preis-Leistungs-Verhältnis und auch Stürmer, die dann sofort funktionieren. Ja, du hast zwei Verletzungsanfällige, die beide noch nie Bundesliga gespielt, oder gut, Dost nicht schon, aber Silva nicht Bundesliga gespielt haben, da hast du einen Jungspund und Paciencia, der letzte Saison vierter Stürmer war, der zwar ein paar Skills hat, aber auch keiner ist der ist kein, wie du schön gesagt hast, so ein Striker, das ist keiner, der den du da vorne reinstellst und dann dir keine Sorgen mehr machen musst, so.
Das ist genau der Punkt, ja. Also wir merken, wenn wir das runterbrechen und die verschiedenen Positionen uns anschauen, dann müssen wir schon sagen, das eine ist durchaus akzeptabel und verständlich, dass wir so halt haben. Und da finde ich, da sind mir Bastis Worte immer im Ohr. Wir müssen den jetzt auch irgendwie durchprügeln. Wir müssen jetzt, dass der an Konstanz gewinnt und auch dementsprechend zu einer festen Größe wird, ja. Aber Jovelic, der, vielleicht hätte der aber zum Beispiel auch gestern mal diese Einsatzzeit auch bekommen können. Geschadet hätte es nicht. Wichtig ist jetzt, und das will ich euch jetzt als nächstes fragen, was seht ihr? Ist es dann wirklich zwingend notwendig, dass wir dann im Winter dann nachbessern, gerade in der Stürmerposition? Es hängt ein bisschen auch von der Vorbereitung ab. Also ich hab schon große Hoffnung, dass wenn die Mannschaft eine Vorbereitung zusammen macht, dass dann auch Spieler wie Silva und Dost in einen anderen körperlichen Zustand kommen und auch nochmal besser zusammenfinden. Trotzdem, meiner Meinung nach, müssen wir einen Außenbahnspieler holen, der bestenfalls beide Außenbahnen spielen kann, weil ich finde es ein fucking Risiko, darauf zu wetten, dass Kostic 50 Spiele macht und sich nicht verletzt oder sonst irgendwas. Also ich finde, da muss man mal gucken. Ich finde, wir brauchen einen Stürmer und ich würde mir eigentlich auch noch einen richtigen Leader wünschen. Mhm. Ich hab zum Basti neulich gesagt, Emre Can, ich weiß, der geht wahrscheinlich nach Dortmund, ist unrealistisch, auch vom Finanziellen her, aber so ein Khedira in seinen besten Zeiten, weißt du, so einer, der da wie so eine Säule steht, wie Boateng auch, das fehlt mir momentan komplett. Mhm. Ja, ja. Auf der anderen Seite ist es schwer zu rechtfertigen, noch einen zentralen Mittelfeldspieler zu. Ich glaube, da kommen wir auch gar nicht mehr hin. Das Einzige ist, dass uns jetzt irgendwann die ganzen zentralen Mittelfeldspieler ausgehen, wenn sie immer sich so oft sperren lassen, wollte ich schon sagen, aber wenn sie so oft eine Sperre bekommen. Da will ich nochmal ganz kurz anschließen, auch eine Frage, die wir gestellt bekommen haben. Ist es irgendwie mittlerweile fast so ein Disziplinproblem bei der Eintracht? Weiß ich, also ich, um bei den Transfers zu bleiben, erstmal würde ich erstmal denken, okay, wenn ich es jetzt übertreibe, würde ich tatsächlich sagen, wir müssen fast drei Spieler holen. Mhm. Tatsächlich sehe ich auch einen, der auf beiden Außenbahnen spielen kann, um Kostic zu entlasten und da eine Alternative drin zu haben. Dann brauchen wir meiner Meinung nach, ist dieses Experiment mit Gacinovic und Kamada als Zehner, wenn du diesen Zehner unbedingt haben willst, ist auch gescheitert, vielleicht muss da jemand her. Und dann brauchst du noch einen Stürmer. Dieser Zehner, das muss ja auch nicht mal ein Zehner sein, aber so einer, der so dieses Bindeglied zwischen Sturm und Mittelfeld ist. Das kann auch tatsächlich, Emre Can würde ich sofort unterschreiben. Und dann, meiner Meinung nach, brauchst du einen Stürmer. Du brauchst einen Stürmer, das muss nicht aus dem allerobersten Regal sein, aber trotzdem einer, dass ich dann trotzdem mit zwei Stürmern spielen kann. Weil wir brauchen jetzt auch mal tatsächlich, und selbst wenn es das alte ist, aber dann muss es das gleiche System sein. Das wechselt mir momentan zu viel. Du spielst manchmal mit zwei Sechsern, dann spielst du manchmal mit zwei Achtern, dann spielst du manchmal mit einem Stürmer, einem Zehner, bla bla bla. Irgendwie muss sich das jetzt mal so ein Gebilde herausbilden, dass diese Spieler, wie Sow, wie wir angesprochen haben, auch irgendwo festmachen können. Dass sie nicht ständig irgendwie in andere Statiken reingeraten. Ja. Du musst irgendwie Spieler finden, die, aber das ist auch gar nicht so einfach im Winter. Also das ist, wir können jetzt hier Mundzettel ausfüllen, ich finde es nicht einfach. Aber meiner Meinung nach muss die Eintracht mindestens zwei Spiele holen. Also sorry, weil diese Wette mit Dost und Silva nochmal einzugehen, halte ich für zu riskant. Weil wer garantiert mir, dass das so war? Also wer garantiert mir das? Und dann leih einen aus, ist ja auch okay. Leih einen, ganz ehrlich, es ist eine EM. Es gibt mit Sicherheit irgendwo Spieler, die zum Turnier wollen, aber bei ihrem Top-Verein irgendwie gerade nicht zum Zug kommen und wollen sich jetzt ein halbes Jahr nochmal für ihre Nationalmannschaft empfehlen. Dann leih halt so einen aus, der dir kurzfristig hilft, der dir deine langfristige Kaderplanung gar nicht irgendwie kaputt macht, der aber zumindest sagt, okay, die Nummer mit Dost hat nicht so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Der ersetzt den jetzt, einen Mittelstürmer, der auch Paciencia entlastet, dass wenn du das Gefühl hast, der ist irgendwie ein bisschen durch, kann man da durchrotieren. Weil das ist momentan meiner Meinung nach so zu wenig auch. Götze. Ja. Ja, meine Güte. Ja, yeah. Ich denke, das ist, so ganz unrealistisch ist das alles mittlerweile sowieso nicht mehr. Ich glaube, gerade in einem Bundesliga-Geschäft, wo jeder genau auch vor einer EM nochmal sich zeigen will, ist das wirklich nicht unrealistisch. Ich denke, wir müssen genau das anzielen, denn es ist ja so, dass wir noch ein bisschen Geld haben und gerade als Stürmer brauchst du noch, weil du kannst dich nicht hundertprozentig auf den Silva verlassen, das haben wir gemerkt, Bastos, wenn der mal reinkommt und auch mal dauerhaft in dieses Spiel, in diesen Spielfluss kommt, glaube ich, kann dann ein großer Gewinn sein, aber das ist er halt noch nicht. Paciencia ist auch auf einem guten Weg, aber auch noch nicht. Das Ding ist halt, was nützen all die Spieler im Sturm, wenn das Mittelfeld halt noch nicht so performt, und das haben wir in den letzten Spielen halt einfach schon gesehen. Ich glaube, da kommt aktuell viel zusammen. Was mich einfach nur irgendwie irritiert, ist die Tatsache,
habe, dass sie es ja teilweise in gewissen Spielen dann doch wieder hinbekommen. Also ich weiß nicht, ich habe auch keine Erklärung dafür, aber für mich ist es total absurd, dass wir es hinbekommen. Okay, ich will gar nicht mehr über das Bayern-Spiel reden, aber wir müssen immer darüber sprechen, wie gut sie gegen Leverkusen gespielt haben und dass sie selbst in der zweiten Halbzeit gegen Arsenal auch ordentlich ausgesehen haben. Das sind dann wieder so Dinge, wo sie es hinbekommen in großen Spielen, aber halt nicht gegen Mainz. Das kriege ich nicht hin momentan. Aber das ist für mich ein fundamentales Problem. Und für mich ist das genau das, was Qualität auszeichnet. Mal eine geile Halbzeit spielen, macht dich nicht zu einer geilen Mannschaft, meiner Meinung nach. Mhm. Eine geile Mannschaft bist du, wenn du 90 Minuten geil spielst, und zwar regelmäßig. Und das ist genau das, was die Eintracht eben nicht hinkriegt. Wie viele Spiele erinnert ihr euch, wo sie Eintracht 90 Minuten gut gespielt hat? Da fällt einem nicht viel ein. Und wie oft hat die Eintracht 2 oder 3 oder 4 Partien hintereinander auf hohem Niveau gespielt? Da fällt einem gar nichts ein. Und das ist, finde ich, etwas, wo man durchaus auch mal kritisch hinterfragen muss, weil man kann immer die tollen Halbzeiten von irgendeinem Spiel nehmen, aber das kann jede Mannschaft. Jede Mannschaft spielt eine geile irgendwo eine Halbzeit, weiß ich nicht. Union Berlin spielt auch mal eine geile Halbzeit, Paderborn spielt auch mal eine geile Halbzeit. Hertha hat geil gespielt am ersten Spieltag gegen die Bayern, guck dir an, wo sie jetzt stehen. Da kann ich mir nichts von kaufen. Ich glaube, wir müssen aufpassen, Leute. Ja. Wir müssen aufpassen, weil wir sauer sind. Nein, ich bin sauer. Nein, ich bin auch sauer, aber wir müssen aufpassen, dass wir es nicht schlechter reden, als es ist, weil die Eintracht hat auch viel Pech gehabt. Die Mannschaft ist jetzt auch nicht so grottenschlecht. Ich glaube trotzdem, dass dieser Anspruch, den du gerade formuliert hast, den dürfen wir auch einfach nicht haben. Ich glaube, den haben alle Mannschaften um uns herum auch nicht oder beziehungsweise können ihn nicht haben. Wir gucken nach Bremen, wir gucken nach Berlin. Also Mannschaften, mit denen wir uns leider vergleichen müssen. Es ist leider so. Wir haben ein bisschen teilweise überperformt, dann haben wir es so ein bisschen schleifen lassen. Viel wurde tatsächlich in den letzten Jahren auch von den Pokalwettbewerben überschattet. Das erste Pokalfinale hat diese schlechte Saison überschattet. Der Pokalsieg hat den Endspurt überschattet. Die Europa-League-Saison, bla bla bla. Es war ja jetzt kurzfristig wieder so, dass wir trotzdem irgendwie es nicht schaffen, Konstanz reinzubringen. Und das ist, glaube ich, das, was wir als Eintracht verlangen können. Natürlich, geiler Fußball wird schwierig, weil das versuchen alle. Und das ist in dieser Bundesliga auch nicht schwer, weil du halt viele Mannschaften hast, die tief stehen und bla. Aber was wir auf jeden Fall verlangen können, ist, glaube ich, dass es nicht mehr so ein Gefälle gibt. Und das nervt mich gerade. Mhm. Also dieses Gefälle, was wir haben von Leistung, wo du weißt, okay, mit ein paar mehr Prozent wäre es einigermaßen okay, dass du diese Prozentzahlen, die so auseinandergehen, dass du diese Varianz einfach wieder ein bisschen enger drückst, zu sagen, okay, wir performen immer zwischen 70% und 85%. So, dass du sagst, okay, 100% geht nicht, weil XY gibt es immer Probleme, dass du aber auch nicht manchmal unter die 50 fällst. Ey, diese zweite Halbzeit, ich erinnere mich tatsächlich für mich exemplarisch, die zweite Halbzeit auf St. Pauli, da habe ich tatsächlich gedacht, was ist das denn? Da stand ich 45 Minuten fassungslos in dem Block und habe mir das angeschaut. Wie man sich von so einer limitierten Mannschaft wie St. Pauli da in so einem Spiel, wo man eigentlich souverän führt, überhaupt noch unter Druck setzen lassen kann. Und das zeigt für mich, die Eintracht hat momentan, klar, über diese Highlight-Spiele brauchen wir nicht reden, wenn es hier bla bla Stimmung gut ist, guter Gegner und mehr Platz ist, hat die Eintracht eigentlich traditionell schon immer gut gemacht. Was aber nicht passiert mehr ist dieses, was wir letzte Saison hatten, wo wir da irgendwie, keine Ahnung, 13 Spiele hintereinander gewonnen haben. Dass du einfach mal ein paar Gegner wegmoderierst. Dass du sagst, ey, pam, 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 was ist los zu Hause? Ich spiele zu Hause gegen Wolfsburg, gewinne 1-0, scheiß drauf. Das ging am Anfang der Saison noch. Hoffenheim, Düsseldorf, das waren genau die Spiele, die waren nicht gut. Die hast du aber wenigstens gewonnen. Aber momentan fehlt uns, da muss man die Mannschaft auch ein bisschen in Schutz nehmen, meiner Meinung nach. Wir haben halt tatsächlich auch nicht mehr das Glück. Also es gibt halt im Fußball diese Momente, da bist du in einem Flow drin, da gelingt dir alles und wir sind jetzt genau in dieser Spirale, wo es eben nicht mehr ist. Das hat natürlich Gründe. Ich wollte jetzt nur mal ein bisschen eingreifen, zu sagen, wir müssen aufpassen, dass es sich hier nicht so anhört, als wenn die Eintracht 16 dabei. Ja, nee, das ist richtig. Das ist richtig. Aber wir kommen natürlich jetzt auch aus einer frustrierten Situation. Wir haben wieder gegen diesen komischen Gegner aus Mainz verloren. Da ist es natürlich klar, dass wir ein bisschen, ich will mir nicht sagen eskalieren, aber dass wir ein bisschen über den Punkt sind, weil ich glaube, wir werden ja gleich noch über andere Dinge sprechen, die uns auch umbelasten. Du hast aber vollkommen recht. Und das ist ja normalerweise, lustigerweise, auch total auf die Position, die ich übernehme, dass wir sagen, es ist noch nicht alle Tage Abend, sondern auch alle gar nicht so schlimm. Aber es ist trotzdem so, dass wir jetzt von einer richtungsweisenden Partie stehen, über die vielleicht gleich noch sprechen werden. Weil, wenn wir gegen die Hertha verlieren, dann müssen wir uns endgültig mit einem Mittelfeldplatz oder weiter darunter begnügen. Aber ich sehe jetzt auch nicht alles negativ oder so, aber die Enttäuschung ist schon echt krass da momentan. So, Aber die ist begründet, weil tatsächlich diese Chance, wie lange reden wir hier schon,
Etienne war auch in der Team Kovac-Folge, wo wir gesagt haben, Alter, da war ja alles am Arsch. Dann hier Relegation und alles mögliche, einfach wirklich vom Abgrund. Wie oft hat man sich in den Jahren davor immer gewünscht, dass man zumindest in Richtung Gladbach geht, zu sagen, ey, wir wollen diesen Schritt gehen. Jetzt hast du diese erste Mosaik-Saison gehabt, wo es die Eintracht geschafft hat, endlich mal einen Spieler über 2,5 Millionen Euro zu verkaufen und dann auch noch komplett über die Erwartungen, richtig Asche eingenommen. Ich habe auch gerade das Gefühl, dass die Eintracht momentan in dieser, weil das wäre eine wichtige Saison, wenn wir noch einmal so eine halbwegs nur eine Saison gespielt hätten, wo wir Spieler haben, wo Marktwerte generiert werden und im nächsten Sommer du wieder viel Geld einnimmst, das du klug einsetzt. Das hätte jetzt nur noch einmal funktionieren müssen. Dann hätte die Eintracht aus den ersten 9 Mannschaften, wäre nicht mehr so leicht wegzukriegen gewesen. Jetzt bist du wieder in dieser Fragilität drin, dass du vielleicht im Sommer genauso schlau bist wie vorher. Das ja. ist wirklich. Ja, aber und das, die Enttäuschung rührt ja auch schon länger. Die Enttäuschung war schon mit der Rückrunde letztes Jahr, das schon begonnen, wo wir die Champions League, uns um die Champions League gebracht haben und ich das Gefühl hatte, und das war ja auch schon das zweite Mal hintereinander, wo man das Gefühl hatte, das könnte was werden und dann hat man es wieder nicht geschafft. Dann bist du zwar. Es war zwar geil, so weit zu kommen, aber bist trotzdem enttäuscht, dass du im Halbfinale Euroleague rausfliegst. Dann verlierst du die Büffelherde. Also es klar kann man sagen, vor 3 Jahren war es noch schlimmer. Da waren wir mit einem Bein in der 2. Liga. Aber das kann ich ja jetzt nicht immer als Argument ranholen für aktuelle Enttäuschung. Mhm. Weil die Eintracht hat einfach seitdem einen Titel gewonnen, hat viel richtig gemacht, hat viel Geld eingenommen. Und daran muss man sich dann auch messen lassen. Du kannst nicht jedes Mal dann wieder argumentieren, ja, aber vor 3 Jahren, als ich angetreten bin, war es so und so. Ja, aber vor einem Jahr war es halt so. Und jetzt ist es so. Und da kann man schon auch mal ein bisschen enttäuscht sein. Das heißt nicht, dass alles scheiße ist. Ich habe auch viel Gutes gesehen. Auch in Mainz habe ich viel Gutes gesehen. Ja, ja, genau. Ich habe einen Renault gesehen, der eine Weltklasse-Leistung gebracht hat. Ich habe einen Endika gesehen, der unfassbar, der nächste Mega-Seller wahrscheinlich bei uns wird. Ein Hinteregger. Ich habe selbst einen Touré gesehen, der mir richtig gut gefällt. Also ich habe schon auch Ansätze gesehen, die mir gefallen haben, aber insgesamt muss ich sagen, gerade bei dieser Sommertransferphase, wo wir wussten, wir haben so viel Kohle, Alter, ich habe gedacht, wir werden uns einen richtig geilen Kader basteln mit der Kohle und da bin ich jetzt doch schon ein bisschen ernüchtert, dass dann auch, dass wir Spieler haben wie ein Durm, die keine Chance haben. Toro, der war quasi auch schon weg. Jovelic und keine Ahnung, wie sie alle heißen, die eh nicht eingesetzt werden. Chandler, De Guzman, gut, er ist verletzt. Was weiß ich. Also es sind im Prinzip wieder nur 13, 14 Spieler, die überhaupt in die engere Auswahl kommen. Und davon ist die Hälfte außer Form. Ja, also kann ich ganz kurz sagen? Da bin ich einfach nur ein bisschen sauer. Ja, also, das kann ich nachvollziehen. Dieses Champions-League-Ding, das ist total interessant, wenn du das ansprichst, weil ich habe das dann irgendwann schon komplett abgehakt. Und für mich war das dann gar kein Thema mehr, weil ich mich komplett auf diese andere Euroleague-Saison gefreut habe. Auch wenn ich dann natürlich wusste, okay, das wird jetzt viel härter, der Kampf, weil du halt mehr Runden hast und du musst erst reinkommen. Ich habe mich aber total über die Lose gefreut, weil wir waren in Tallinn, wir waren Vaduz, wir haben krass eigentlich mit das beste oder emotionsbehaftete Saisonspiel gegen Straßburg gehabt zu Hause. Das waren für mich Dinge, die das alles kompensiert haben, weil natürlich wäre Champions League geil gewesen, aber da war es dann für mich okay. Du hast aber trotzdem natürlich gemerkt, dass es so ein bisschen diesen Abwärtstrend halt auch schon in der Rückrunde gab, den du ja auch nicht komplett auch in der Liga abwenden konntest. Du hattest jetzt immer mal wieder diese Hochs, aber es bleibt diese Inkonstanz, die du eigentlich auch seit 2019 ein Stück siehst. Und da muss die Eintracht halt jetzt einfach Lösungen finden, denn ja, natürlich ist es okay, wenn wir im Mittelfeld spielen. Das müssen wir auch akzeptieren. Ganz ehrlich, wir kommen alle, diesen Podcast machen wir seit 10 Jahren oder so. Ja, wir kennen das alles aus der 2. Liga. Ist alles kein Drama. Ja, wir sind froh, dass wir diese Zeiten haben. Aber wenn du natürlich auf diesem Niveau bist, willst du natürlich mehr, gerade wenn du weißt, dass das Konto gefüllt ist. Ja, es ist auch nicht so, dass ich jetzt sage, wir müssen Champions League spielen. Nicht falsch verstehen, dass das mein Anspruch ist, an die Eintracht Champions League zu spielen. Nur, wenn du am 30. Spieltag 2 Punkte Abstand auf den 5. Platz hast. Und in Wolfsburg 1-0 führst und dann schon wieder nach dieser Szene werde ich so. Also dann ist der Anspruch, dann musst du irgendwie sagen, okay, Alter, du kannst hier Historisches leisten für die Eintracht. Und dass du dann noch auf, weiß ich nicht, 7 oder was war's, ab oder 8 abrutschst und mit der Hilfe von Mainz überhaupt nur die Euroleague-Quali schaffst, das wurde mir auch zu schön gesprochen dann am Ende der letzten Saison. Ich fand, das war eine derbe Enttäuschung, ausgehend von dem, was
machbar gewesen wäre, wenn man auch zum Beispiel, wenn Hütter mehr rotiert hätte letzte Saison. Ja, das hat er meiner Meinung nach nicht gemacht. Und dieses komische Hütter wechseln und den Kader nur wenig Spielern vertrauen, da haben sie letztes Jahr gesagt, das lag an der Kaderbreite. Das wollte man dieses Jahr komplett anders machen und es ist komplett genauso, habe ich das Gefühl. Und ich gebe dir Brief und motherfucking Siegel, wenn wir in beiden Wettbewerben noch ein bisschen länger bleiben, also Euroleague und DFB-Pokal, dann werden wir wieder richtig derbe einbrechen, wenn wir im Winter nicht nachlegen, weil Kostic und Acosta können jetzt schon kaum noch, sind jetzt schon außer Form. Ein Rode, der alle zwei Spieltage verletzt ist. Also, naja, ich will mich nicht reinsteigen. Ja, ja. Es gibt auch viel Tolles. Die Eintracht genau. Ist super, ich liebe die Eintracht. Ist auch gut. Wie gesagt, heute ist es mal so eine Folge, da müssen wir uns mal ein bisschen auskotzen. Es kommt noch so viel dazu. Wir werden gleich über das andere, Basti, ist es okay, wenn wir gleich über das andere, was vor dem Spiel passiert ist, mal kurz sprechen, ja? Ich will nur sagen, es gibt auch diese positiven Sachen und jetzt versuche ich das mal wieder ein bisschen hochzuziehen, denn du hast eben Toro angesprochen, dass Toro, nachdem er in der Euroleague keine Chance mehr hatte, wo es ja mehr oder weniger für die Euroleague ausgebotet worden, wenn man so will, hat jetzt mal wieder ein Spiel gemacht, hat auch ein ordentliches Spiel gemacht. Ich finde, wenn das auf dem Niveau weitergeht, habe ich auch die Hoffnung, dass er endlich mal wieder an die Mannschaft rankommt. Das ist positiv. Wir haben gesehen, am Ende, und das ist ja so ärgerlich, dass wir trotzdem gegen Mainz fast noch 2-2 gemacht hätten und dann hätten können. Und wir sehen eine gute Defensive, die natürlich immer wieder in Bedrängnis kommt, weil in der Mitte nichts nach vorne passiert, dass du sagst, okay, du schießt auch ein paar Tore. Das heißt, wenn du ein Tor momentan kassierst, sieht es halt immer ein bisschen schwieriger aus, muss man sagen. Aber trotzdem hast du mit Toro, Dika und Hinteregger drei Innenverteidiger oder drei Verteidiger, die eigentlich deine Zukunft sein sollen. Und wer hätte das gedacht mit Renault, der ja eigentlich von vielen von uns und auch wo wir skeptisch waren, hast du gedacht, okay, vielleicht holen wir doch einen anderen zweiten Torhüter im Sommer. Der hat sich jetzt zu einem richtig tollen Torwart etabliert, da muss man auch sagen, es wird auch für Trapp nicht so einfach jetzt da reinzurutschen. Also insofern ist es eine coole Sache. Das will ich jetzt als kleines Positive jetzt nochmal mitnehmen, aber wir müssen jetzt einfach dazu kommen, was halt nicht so gut lief, ja, muss ich leider sagen, und zwar vor dem Spiel passiert ist, aber vielleicht können wir das auch verquicken mit der Nachberichterstattung. Ich denke, also mich hat das fast noch viel mehr gestört mit dem extremen Hype dieser Berichterstattung, dass aus Fackeln, keine Ahnung, der Weltuntergang oder der Untergang des Abendlandes zelebriert wurde. Mir war es drei Nummern zu viel und ich muss auch sagen, was teilweise in Social Media passiert ist, habe ich auch nicht so ganz nachvollziehen können. Ich finde viel krasser, dass dieses Verpiss dich so hoch geschaukelt wird, wo dann wirklich die ganze Fanszene, ich meine, da ist ein Typ, denen ist klar, er wird jetzt vom Schiri, wird er angewiesen, die Fans zu beruhigen. Das heißt, die Fans wissen genau, der kommt da nicht aus eigenen Stücken hin, weil er Bock hat oder weil es ihn stört, sondern weil das sozusagen eine Botschaft ist vom Schiri, so, dass die darauf keinen Bock haben, sich disziplinieren zu lassen, egal von wem. Da hätte, was weiß ich, Charlie Körbel hätte hingehen können, da hätten sie auch gesagt, Alter, laber uns nicht voll, wir protestieren hier, wir finden das scheiße und wir machen unserem Unmut Lärm, da kann kommen, wer will, so, weißt du? Und dass dann einer irgendwas ruft, okay, also geh mal, jeder, der schon mal im Fußballstadion war, weiß, was da an Schimpfworten und Gelaber und weiß ich nicht, was auch gegenüber den eigenen Spielern in der Emotion irgendwie gelabert wird, aber daraus zu machen, von den eigenen Fans beschimpft, das ist schon wieder so eine Bildschlagzeile, wo ich mir denke, er schreibt es ja auch selber auf seinem Insta-Account dann irgendwie, dass das für ihn jetzt nicht die Fans sind, nur weil einer da schreibt, verpiss dich, oder schreit, verpiss dich, also das wurde schon wieder so hochgehangen. Normalerweise geht es da rein, da raus, Thema abgehakt. Über die Bengalos kann man diskutieren, aber diese Rode-Geschichte finde ich völlig, also weiß überhaupt nicht, warum. Finde ich auch. Wenn wir das aufdröseln, finde ich das mit Rode ist genau das. Das ist mit Rode ist das beste Beispiel, wie du aus wirklich tatsächlich es schaffen kannst, mit so einer Berichterstattung, mit solchen Sachen tatsächlich auch eine Fanszene zu spalten, wo 99% der Leute eigentlich gar nichts damit zu tun haben. Mehr als 99% haben das weder gerufen, noch müssen sich dafür rechtfertigen, dass es gerufen wurde. Und dann streiten sich die Leute und lassen sich spalten von so einer Sache, wie Etienne gesagt hat. Ich will nicht wissen, wer im Stadion schon, ich auch, was ich schon auf Spieler geschimpft habe und so ein Kram. Klar haben die das jetzt nicht gehört und ich habe das auch nicht ihnen direkt ins Gesicht gesagt. Das ist immer noch mal was anderes. Ich finde trotzdem, dass wenn ein Einzelner sowas ruft, das so hochzuhängen und daraus eine Fandiskussion zu machen, fand ich komplett übertrieben. Da bin ich auch nicht bereit, darüber zu diskutieren. Mhm. Wo man bereit sein muss, darüber zu diskutieren, ist die Art des Protestes, der diesmal stattgefunden hat. Weil wir haben das beste Beispiel gegen Leipzig gehabt, das war kreativ, das kam sogar deutschlandweit gut an. Sogar
über die Grenzen hinaus, europaweit wurde berichtet, dass du halt gesagt hast, ey, Montagsspiel haben wir keinen Bock drauf. Ja. Wir protestieren auf diese Art und Weise. Die Fans waren sehr nah am Spielfeld, mit dem Verein zusammengearbeitet. Trotzdem hat es die Botschaft nicht verfehlt. Das war eine Nummer, da wusste keiner vorher, gibt es überhaupt Protest, keine Ahnung. Dann, also für mich, für die Art des Protestes fand ich nicht gut, weil die war bewusst auf Provokation ausgelegt und die war auch tatsächlich auch nicht mit dem Verein abgesprochen. Beziehungsweise war das nicht so, dass du es erwarten konntest. Oder dass es zumindest so Anzeichen davon gab, zu sagen, okay, wir protestieren, wir bleiben vielleicht draußen oder bla bla bla. Nee, das war einfach nur mit Leuchtkugeln statt Tennisbälle, wolltest du einfach das Spiel verzögern. Having said that, mehr war es aber auch nicht. Das war nicht zu vergleichen, wie das teilweise gemacht wurde von dem Echo her, mit Szenen, die wir schon hatten, wo in Magdeburg Raketen in fremde Blöcke geschossen wurden oder wo in Leverkusen während dem Spiel Raketen auf ein laufendes Spiel geschossen wurden und das waren Raketen. So, das war tatsächlich der Unterschied. Das waren diesmal nicht viele Tennisbälle, sondern wenige Fackeln, wo tatsächlich meiner Meinung nach trotzdem zu keiner Zeit irgendjemand in großartiger Gefahr war, egal was der Mainzer Stadionsprecher da draus gemacht hat, der ja darauf hingewiesen hat, dass überall Sanitäter sind, die sollen sich melden, bla bla. Also das muss man dazu sagen, die Aktion war nicht ideal. Ich finde trotzdem, dass man sie einordnen muss im Sinne von, was mache ich danach da draus? Ist es wirklich so, dass dieser Incident jetzt wieder zur Folge haben muss, dass wir ähnliche Diskussionen wie nach Mailand haben, wo es meiner Meinung nach ein Ticken schlimmer war, wo am Ende, wenn alle Leute das tatsächlich so in der Drastigkeit auch ernst meinen von beiden Seiten, nur eine Trennung und eine Spaltung der Frankfurter Fanszene stehen kann. Und das verstehe ich nicht, muss ich sagen. Ich verstehe nicht, dass da nicht irgendwie gedacht wird, fuck, da ist was Blödes passiert. Aber es geht teilweise, glaube ich, nur noch darum, dass Leute ausrasten und selber, ganz ehrlich, ich unterstelle es jetzt, ist mir auch egal, 70%, 80% der Leute, die dann übertriebenen, empörten Tweet schreiben oder irgendwas bei Social Media absondern, oder sei es auch, ich habe es auch im privaten Bereich schon gehört, das machen die in allererster Linie erstmal nur, um zu zeigen, was sie für ganz tolle Leute sind. So, das nervt mich, das ist null Lösungsansatz dabei, ja. Da ist null irgendwie, keine Ahnung, ein bisschen Kenntnis, weiß ich nicht, oder ein bisschen Ruhe dabei. Nein, das ist nur so, und mir reicht es jetzt, und sogenannte Fans, das kann ich auch alles nicht mehr hören, weil das hört man schon seit Jahren, und das, wo hat es denn hingeführt? Ja, was wollen wir jetzt machen? Wollen wir komplett die Nordwestkurve sperren, oder was? Das ist alles nicht lösungsorientiert. Ich finde da die Lösungen, die da zumindest probiert wurden in der Vergangenheit, die auch teilweise gute Ergebnisse erzielt haben, wo es jetzt wieder so ein bisschen hakt, fand ich gut, und das will ich beibehalten, egal, was jeder empörte Twitterer jetzt auch nach dieser Sendung, spart's euch, ich will's nicht mehr wissen. Kann ich ganz kurz dazu was sagen? Und ich glaube, es ist ganz wichtig, auch genau das jetzt rauszufiltern, was wirklich stehen bleibt. Und das ist genau das, dass es halt ein Problem gab und das gab's, und darüber muss man auch sprechen. Es ist kacke gelaufen. Ich vertrete weiterhin den Standpunkt, dass ich sage, alles, was die Hand verlässt, ist halt einfach Mist. Ja, und das brauchen wir nicht gerade. Ich halte es auch nicht für sinnvoll, denn die Montagsspiele wird es eh nicht mehr geben. Ich kann es verstehen, dass es diesen Protest gibt. Dass dieser Protest, der jetzt auch der Eintracht wieder Geld kostet, gerade weil es die Hand verlassen hat, ist in meinen Augen nicht fördernd. So, aber man muss dann auch dagegen halten, dass es auch nichts bringt, wie die Bild-Zeitung, wie andere Medienvertreter dann Schlagzeilen draus zu machen. Was habe ich heute gelesen? Pyro-Skandal oder was weiß ich, Gewalt, Pyro-Gewalt im Stadion, Pyro-Exzess oder sowas. Leute, es ist doch jetzt einfach mal gut. Also da habe ich echt das Gefühl, dass wir in einem Kriegsgebiet am gestrigen Tag in Mainz waren, und das hat sich einfach nicht so dargestellt. Und da fehlt mir aber so einfach diese neutrale Einordnung, dass man sagt, das ist kacke gelaufen und da muss auch was gemacht werden. Deswegen sehen wir ja die Vertreter wie Hellmann, die sagen, das kann so nicht weitergehen. Aber gleichzeitig das Einzige, was, glaube ich, in meinen Augen immer noch funktionieren kann, du hast die Beispiele von damals angesprochen, ist der dialogische Weg. Dass wieder angesprochen wird, wie können wir hier zu einer Einigkeit kommen, auch wenn es diese unterschiedlichen Stimmen gibt. Ich glaube, wenn du den Dialog vermissen lässt oder wenn du den einstellst, dann wird es nur noch schlimmer. Ja, aber ich meine, das Problem ist halt, glaube ich, schon auch noch ein bisschen größer. Warum das jetzt auch so hochschwappt, ist eben, weil die Eintracht jetzt in Vergangenheit verschiedene, sag ich mal, Events hatte, wo sie negativ aufgefallen ist. Wir hatten diese Abraham-Geschichte, wir haben ja generell als Fans ja schon einen recht ramponierten Ruf, sag ich mal. Manchmal bilden wir uns da ja auch
viel drauf ein, finden das, feiern das ja auch so, mhm, oder zelebrieren das auch so ein bisschen. Und wir müssen da halt auch echt aufpassen, dass wir, finde ich, als Verein haben wir durch den Pokalsieg und alles und auch durch die Europa League haben wir viel positives Image außerhalb von Frankfurt auch gewonnen. Und jetzt kann man natürlich auch sagen, und normalerweise ist es auch meine Einstellung, ehrlich gesagt, geben wir einen Fick drauf, was andere denken über die, wir sind Eintracht, wir sind schon immer irgendwie die Verhassten und so, und ist uns eigentlich auch scheißegal. Auf der anderen Seite fühlt es sich aber auch, sage ich auch ganz ehrlich, auch mal ganz gut an, wenn man positive Schlagzeilen über einen liest und nicht immer der, sag ich mal, das Problemkind der Liga ist. So. Und ich finde, wir müssen niemandem im Arsch kriechen, wir müssen uns auch nicht irgendwie übermäßig anpassen, wir müssen aber auch nicht immer beweisen, dass wir noch eine Schippe drauflegen können. Das ist mir auch zu simpel und auch ein Stück weit zu kindisch. Und auch diese ganze Andi Möller-Geschichte, das kann man alles auch ein bisschen eleganter machen. Da geben wir auch nicht immer die allerbeste Figur ab. Auch wenn ich inhaltlich das total nachvollziehen kann, finde ich, müssen wir nicht immer auch wie so der rotzfreche, kindische Vollidiot rüberkommen. Und das nervt mich persönlich schon, weil ich fühle mich davon auch nicht unbedingt als Fan, als langjähriger Fan und als Frankfurter immer repräsentiert. Und letztendlich erwarte ich auch, dass die Ultras den Verein repräsentieren und nicht nur eine kleine Gruppe sozusagen die Macht übernimmt, um ihre persönlichen Fäden auszutragen. Und da habe ich schon das Gefühl, dass sich das nicht immer in die richtige Richtung jetzt entwickelt hat. Mhm. Ja. Stimme ich zu, Basti, wie siehst du das? Ja, ich finde es, das finde ich, die Aussage finde ich ehrlich gesagt zu einfach, die Ultras machen dies und das, mhm, und bla bla bla. Ich weiß gar nicht ganz genau, wie da nicht einfach weit, zu weit weg sind vom Thema, muss ich sagen. Weil es gibt mit Sicherheit innerhalb der Ultras auch Diskussionen, es gibt ja tatsächlich auch, man kann den Ultras ja auch nicht irgendwie aufbürden zu sagen, okay, ihr habt jetzt hier das zu repräsentieren, was ich gut finde. Muss es ja nicht sein. Also man muss es ja tatsächlich, es wird immer allein aus Altersgründen, es sind ja auch tatsächlich Altersgründe, ja, also, da ist ein 50-Jähriger im Stadion, da ist ein 60-Jähriger, da ist ein 30-Jähriger, ein 20-Jähriger, ein 15-Jähriger, dass die tatsächlich, und dann ist es auch noch aus allen sozialen Schichten, dass du da niemals, glaube ich, irgendwie kommunikativen Konsens, was stellt die Fanszene da, erreichen wirst, da, das wirst du, glaube ich, nicht erreichen. Wenn ich jetzt im Stadion Hurensohn schreie, dann regt es den einen auf, bla bla bla, kann man in den Dialog treten, muss nicht sein. Kann man vielleicht aber auch akzeptieren. Ich finde, dass da viel mehr ausgehalten werden muss, dass man das anders sieht als die anderen, dass die wollen den Protest sehen, die wollen den. Man kann jetzt nur über diesen Protest sagen, der war halt nicht so ideal, weil der war weder irgendwie so, dass du das Gefühl hast, okay, das wurde echt mal ein Statement gesetzt gegen Montagsspiele, die eh schon abgeschafft sind, noch wurde irgendwie mal, keine Ahnung, noch war es irgendwie so weit, dass du gedacht hast, okay, dass man sagen könnte, okay, aus deren Sicht ist irgendein Maß voll oder so, zu sagen, okay, mir reicht das und das, keine Ahnung was, deswegen ist das, ich glaube einfach, dass man sagen muss, man muss aufpassen, dass diese Idealvorstellung, die wir haben, die werden wir nicht haben, aber ich finde trotzdem, dass man den kleinsten gemeinsamen Nenner, und der ist immer noch Eintracht Frankfurt, beibehalten sollte und probieren sollte, wenn es großartige Probleme gibt, darüber zu diskutieren. Marvin hat gesagt, man darf den Dialog niemals verlassen, weil ansonsten wird es nicht besser, sondern dann wird das, worüber die Leute sich jetzt schon empören, wird noch schlimmer. Und dann weiß ich nicht, was dann noch für Superlative aus der Schublade geholt werden sollen. Ja. Ich finde einfach, dass man da auch aufpassen muss, dass da tatsächlich auch Zuständigkeiten bestehen, wer kann was wie gut beurteilen und wer kann wo wie in Einfluss nehmen, weil ich glaube tatsächlich nicht, dass irgendeiner, der irgendwie über Nebers Nest scheißt, zu denkt, oh scheiße, ich habe gerade bei Twitter gelesen, das gefällt denen gar nicht, da höre ich jetzt damit auf. Sondern, dass dann Leute, die näher dran sind, einfach sagen, okay Leute, Hellmann hat für mich einen sehr guten Satz gesagt. Der hat gesagt, wir haben eine Zeit lang sehr, sehr gut, und ist ja auch so gewesen, dass Fanszene und Verein wirklich einigermaßen beisammen waren, dass er gesagt hat, man muss vielleicht tatsächlich, auch wenn man es überhaupt nicht versteht, reinhorchen, zumindest im Ansatz zu sagen, woher kommt das, dass man das Gefühl hat, das geht wieder extrem in eine Richtung, wie die keiner haben will. Das kannst du machen, aber den Dialog werden wir mit Sicherheit nicht führen, weil wir nicht nah genug dran sind. Mhm. Den werden Leute führen, die tatsächlich teilweise sowas auch hauptberuflich machen. Und dann muss man gucken, wie man da zurechtkommt. Ich glaube nur trotzdem, dass man die Bewertungskriterien nicht anhand einer Idealvorstellung bemessen lassen sollte, sondern einfach zu sagen, okay, die Idealvorstellung kann eigentlich nur dieser kleinste gemeinsame Nenner Eintracht Frankfurt sein und das nicht wirklich alles eskaliert.
Und das ist meiner Meinung nach jetzt noch nicht passiert, was nicht heißen soll, dass es nicht sein kann, dass Tendenzen in diese Richtung gehen, und das muss man beobachten. Ja. Da müssen wir gucken. Die Situation hatten wir hier auch alle schon. Und ganz ehrlich, jeder, der bei Eintracht Frankfurt war und diese ganzen Szenen miterlebt hat, wird jetzt auch gemerkt haben, hallo, wir sind alle noch da, das Leben geht weiter. Ja. Ich lehne tatsächlich einfach nur, und ich will es nicht verharmlosen, ich will trotzdem einfach nur sagen, dass diese Endzeitstimmung, die da ist, die hilft überhaupt niemandem weiter, weil man muss es tatsächlich, wie gesagt, was jetzt passiert ist, richtig einordnen. Für mich ist das, was da jetzt in Mainz passiert ist, keine neue Stufe, die mir schon genug Indizien liefert, zu sagen, okay, das läuft hier komplett in die falsche Richtung. Also überhaupt ja, nicht. Ja, aber ich meine, da stimme ich dir zwar zu, aber du kannst auch nicht ignorieren, was öffentlich eben passiert. Und ein Freddy Bobic kann sich ja nicht rechtfertigen vor irgendwelchen Ultras für Entscheidungen, die er für einen Verein trägt. Also das geht einfach nicht. Das finde ich ist, das geht einfach zu weit. Aber die Ultras können doch trotzdem ihre Meinung dazu äußern und sagen, wir wollen das nicht. Ja, aber was ist das für eine Meinung, sagen an die Müller-Hurensohn? Das ist doch keine Meinung. Sorry. Ja, das ist einfach. Ich habe dir doch schon gesagt, dass da verschiedenste Leute aus verschiedensten. Denkst du tatsächlich, dass da auch Leute stehen, die dann manchmal vielleicht mal so ein Banner malen, die sagen, ah nee, das formulieren wir jetzt ein bisschen anders, ein bisschen geschickter. Also ich glaube, du hast selber vorhin gesagt, als wir über Verpissig geredet haben, dass teilweise im Stadion auch eine andere Sprache herrscht und bei denen mit Sicherheit auch. Und ich glaube tatsächlich, dass natürlich ja, das können die Ultras nicht irgendwie das Stadion halt abpacken, weil Andi Möller da ist, aber die können zumindest meiner Meinung nach ihre Meinung dazu sagen. Und auch die sollen ihre Meinung sagen. Ich sage nichts dagegen, dass sie ihre Meinung sagen, aber ich habe ja auch das Transparent gelesen, das verteilt wurde, oder auch die Erklärung, die dann auf den Seiten steht, dass auch ein Bobic aufpassen sollte und so. Also das war schon mehr als nur ein Transparent. Das war schon eine ordentliche Wucht. Und es ist auch klar, dass sowas von der Presse aufgegriffen wird. Da kann man nicht so naiv sein und sagen, das muss man halt irgendwie durchwinken oder so. Das sind einfach Sachen, mit denen sich die Eintracht auseinandersetzen muss, und die uns nicht in ein gutes Bild stellen. Und ich habe kein Interesse daran, dass der Eintracht Schaden zugefügt wird, vor allen Dingen nicht durch die eigenen Fans. Ja. Das ist, finde ich, was das an Kohle kostet mittlerweile, was das an negatives Image bringt. Das hat uns auch nicht geholfen bei, ganz ehrlich, bei den Schiedsrichtern. Meinst du, die Schiedsrichter pfeifen irgendwas für uns, weil die uns so geil finden, dafür, dass das Spiel 20 Minuten später anfängt? Es hat uns auch nicht geholfen, dass die Spieler zurück in die Kabine mussten, obwohl sie schon auf dem Feld waren und sich warm gemacht haben. Das ist doch alles scheiße. Das kann ich nachvollziehen. Das hilft uns alles nicht. Das hilft uns nicht. Ich habe ein Interesse daran, dass die Fans Sachen machen, die dem Verein helfen. Ja, das kann ich nachvollziehen. Ich muss aber trotzdem sagen, dass wir hier auch wieder Dinge vermischen. Also da war nicht nur davor, weil ich finde, die Müller-Causa ist für mein Dafürhalten ein Stück weit anders zu betrachten als die Sache jetzt mit der Pyro. Weil ich weiß, dass es kommt alles zusammen, weil es in Anführungszeichen die Fans sind, die es halt so auch nicht gibt, weil es verschiedene Untergruppen gibt. Aber man muss halt auch sagen, also ich bin bei der Müller-Causa, bin ich den Fans da ein Stück näher, weil ich nachvollziehen kann, warum sie diese Probleme sehen und auch gleichzeitig aus einer rein fachlichen Perspektive er nicht das gezeigt hat, wo man sagen könnte, okay, das qualifiziert ihn dafür. Dass du aber das dann aushalten musst, wenn das so entschieden ist, das ist doch auch klar. Also und ich finde es total legitim, dass wenn Fans sagen, sie finden den Möller nicht geil, dass sie dann halt sagen, hier, Möller wollen wir nicht. Dass die sprachlich verrückt. Genau. Eine Meinung, dass ich ja sage nichts dagegen, dass sie eine Meinung haben, auch wenn es die gleichen Leute sind, die von mir aus die gleichen sind, die auch Bobic nicht wollten oder was weiß ich. Ja. Also ich erwarte dann, wenn einer einen Pokal holt, wenn einer eine Arbeit leistet wie der Bobic, dann kann man vielleicht aber auch ein bisschen mehr, kann man ja auch argumentieren, kann man sagen, ja, ist vielleicht nicht die Wahl, die ich genommen hätte, aber ich vertraue dem Kerl. Könnte man ja auch mal sagen. Aber nochmal, ich habe nichts dagegen, dass die Ultras oder wer auch immer, welche Fangruppierung auch immer ihre Meinung sagt. Darum geht es mir überhaupt nicht, dass jemand nicht die Meinung sagt. Mir geht es einfach darum, dass dann Drohgebärden aufgebaut werden und so, weiß ich nicht, schon martialisch argumentiert wird und auf eine Art und Weise, die ja nichts mehr mit Meinungsäußerung zu tun hat. Und das ist einfach ein Bild, das wir finden, oder dass wir dann in der Öffentlichkeit, ihr seht ja, was draus wird, so. Und du kannst jetzt ja, noch zehnmal sagen, ja, aber das ist unfair. Ja, aber du kannst dich noch zehnmal hinstellen, Basti, und sagen, es ist unfair, es sind nicht alle Fans und so. Ja, aber das ist doch nicht realistisch. Das ist doch einfach nicht realistisch. Ja, aber trotzdem, das heißt, ich muss es aber auch nicht akzeptieren. Ich muss jetzt mein Leben nicht danach führen, was Rainer Wendt zu mir sagt. Ganz ehrlich, werde ich auch nicht machen. Also wenn du denn so anfängst zu sagen, ja, aber wir müssen Angst haben, was dann da und da steht, finde ich nicht. Da kann die Eintracht sich auch wehren, das hat im Fall Abraham auch meiner Meinung nach zu Recht gemacht, zu sagen, ey, man muss auch mal Grenzen setzen. Zu sagen, man kann sich nicht nur nach der Berichterstattung äußern. Ich finde, was Marvin gesagt hat, das sind so viele Themen, die wir hier in einen Topf schmeißen, das passt dann halt auch nicht zusammen. Weil bei Andreas Möller waren es zum Beispiel nicht nur die Ultras, sondern die komplette Nordwestkurvenrat inklusive Fanabteilung und so Kram, die gesagt haben, ey,
Leute, da gibt es gewisse Problematiken, die wurden dann auch begründet und die waren dann eben nicht so martialisch wie teilweise die einzelnen Banner. Und ganz ehrlich, für einen Banner brauchst du nicht viele Leute. Da stehen dann mit Sicherheit vielleicht auch nicht alle dahinter. Trotzdem, das ist eine Personalie, aber die ist ja auch durchgedrückt worden. Es ist ja auch keiner, es gab ja auch keine Zuschauerproteste, die jetzt gesagt haben, nee, Möller, ich komme nicht mehr ins Stadion. Diese Nummer ist jetzt halt durch, er ist jetzt halt da. Ich finde trotzdem, auch wenn Bobic uns den Pokal hierher geholt hat, dass man eine Entscheidung kritisch hinterfragen kann, gerade wenn die Kommunikation von Bobic auch konfrontativ ist, weil er kann, der eskaliert nicht, der ist auch dann sauer, der redet dann auch rotzig und sagt, es ist mir scheißegal, was sie machen, ich mach das, zieh das durch. Das ist jetzt auch nicht deeskalieren. Da haben wir auch schon drüber gesprochen. Ich finde trotzdem, dass du das nicht mit diesem, was jetzt passiert ist, vermischen kannst und dass jetzt plötzlich jeder und inklusive uns, da müssen wir auch aufpassen, ja, plötzlich jeder von uns Experte der Fanszene ist. Ja. Und von Entwicklung und irgendwie Entwicklung voraussagt oder irgendwie Sachen bewertet. Da sind wir ganz ehrlich auch, da wir versuchen so nah wie möglich dran zu sein, aber da sind wir natürlich auch nicht, überhaupt nicht so drin, ne? Also wir versuchen immer reinzuhören und ich denke, das haben wir in den letzten Jahren immer wieder gemacht und wir reden mit vielen Leuten, aber da hört es natürlich auch, weil allein diese Kommunikation irgendwann aufhört, ne? Das ist ja ganz klar. Das ist jetzt nicht die mega kommunikativste Szene. Und das ist ja auch okay, aber ich glaube, das da auch nochmal klarzustellen, ist sehr wichtig. Was ich aber auf den Punkt, auf den ich eigentlich nochmal kommen will und was ich denke, auf was wir uns alle einigen können, ist, dass es ganz, ganz problematisch ist und nicht vorteilhaft ist, wenn wir uns wegen solcher Sachen schon spalten lassen. Ich glaube, das ist das allergrößte Problem. Das ist ja das, was ich meine. Mhm. Weil das kann es nicht sein, denn gerade was wir hier tun, wir haben auch unterschiedliche Meinungen zu unterschiedlichen Sachverhalten. Genau dieser Diskurs ist ja das Richtige, dass wir ja sagen, ich sehe es so, ich sehe es so. Und ich glaube, wenn wir aber dann rausgehen und sagen, okay, ich kann nachvollziehen, warum die Person das so sieht und wir versuchen das hier genauso dialogisch abzuhandeln, aber es kann halt nicht sein, dass dieser Dialog aufhört. Und ich glaube, auf was wir alle einwirken müssen, und ich glaube, da haben wir auch ein bisschen Macht, ist, dass wir ein Stück weit versuchen zu entkräften, diese überdimensionale und überdramatisierte Berichterstattung, dass wir auch mal sagen, nee, Alter, das ist aber jetzt nicht so dramatisch. Weil das, also dieser Selbsterregungsmechanismus, wenn immer was bei der Eintracht passiert, da muss man auch selber mal ein bisschen zurückstufen, weil das bei jeder Kleinigkeit geht mittlerweile komplett die Fahne hoch. Also das hatten wir, Portugal war sowieso scheiße, darüber brauche ich nicht jetzt reden. Aber die Abraham-Sache ist so unfassbar hochgekocht, auf einem so irrationalen Maße, wo ich mir echt die Frage gestellt habe, was ist hier eigentlich los? Und genau das Gleiche fängt er jetzt schon wieder an, wo ich auch sage, nee, lasst alle mal klarkommen und dann wirklich mal gucken, was ist das Problem, wie können wir es beheben und wie können wir mit den Leuten darüber sprechen, weil das finde ich wichtiger. Ja, sehe ich aber auch absolut genauso. Ich glaube, wir sind da auch nicht so weit auseinander. Mhm. Mir geht es einfach auch nur darum, dass man nicht immer noch eins draufsetzen sollte. So. Und jetzt erst recht, diese Mentalität gefällt mir einfach nicht. Mhm. Ich finde, wir haben uns in der was den Fall Abraham angeht, habe ich mich ja selber auch ganz klar geäußert und war ja sogar einer der wenigen, die sogar eine Mitschuld auch bei Streich gesehen haben, wofür ich fast einen Shitstorm passiert habe. aber nach wie vor wird mich auch in diesem Leben kein Tobi Escher und kein Mensch auf dieser Welt wird mich mehr davon überzeugen, dass er nicht zumindest genau wusste, clever wie er ist, was er da macht. Die nächste Diskussion. Ja, aber egal. Folgende Sendung verzögert sich. Nein, da habe ich auch schon alles zu gesagt, aber unabhängig davon, die Berichterstattung, das meine ich ja. Ich will niemandem irgendwas verbieten, dass er irgendwas sagen kann oder sonst irgendwas. Und mir geht es auch nicht um eine Bengalo-Diskussion. Mir geht es einfach nur darum, dass wir clever halt sind. Dass wir wissen, wir sind unter Beobachtung. Und wenn du weißt, du bist unter Beobachtung, dann musst du halt ein bisschen schlauer sein, damit du nicht Geisterspiele verursachst. Und wenn du einfach sagst, mir alles scheißegal, dann hast du halt Geisterspiele. Ich glaube aber, das machen gar nicht viele. Ich glaube, das machen gar nicht so viele, wie du denkst. Ich glaube tatsächlich, das weiß ich nicht. Das kann ich nicht beurteilen. Zum Beispiel die Sachen, die sich in Mailand abgespielt haben, danach gab es auch ganz klar auch die Kommunikation zu sagen, ey, das waren ein paar Leute und die Leute, die da daneben standen, waren damit auch nicht einverstanden. Es gab tatsächlich vor Ort auch schon Auseinandersetzungen. Ja, aber es sind immer ein paar Leute und das Problem ist, du kannst dich Geiselhaft nehmen lassen. Es kann sich doch nicht ein ganzes Stadion von ein paar Leuten in Geiselhaft. Ja, aber wer macht denn die Geiselhaft? Wer verursacht die denn? Weil das Ding ist, du kannst doch niemals eine große Fanszene, der kannst du doch niemals die Hand dafür ins Feuer legen, dass da nicht paar dabei sind, die da übertreiben. Wie willst du es machen? Wie willst du das machen? Wie willst du am Eingang schon fragen? Willst du den am Eingang fragen, hier,
hier sollte das und das passieren und der Rode kommt, dann sagst du aber nicht, verpiss dich zu dem, okay? So, also das kannst du doch vorher nicht wissen, das kannst du in keinem Bereich machen. Und das, damit muss man trotzdem teilweise leben und wie wir gesagt haben, anstatt sich in dem Problem zu wälzen, muss man gucken, wie kann man es besser lösen, beziehungsweise wie kann man ein Problem, was nie ganz verschwinden wird, nirgendwo, in keinem Teil der Gesellschaft, wie kann man das zumindest auf ein erträgliches Maß runterbrechen, dass wieder alle zumindest den gemeinsamen Nenner Eintracht Frankfurt haben. Das muss doch die zentrale Frage hier okay, sein. Okay, dann gebe ich mal einen konstruktiven Ansatz. Weil ich höre auch nur, ihr wollt eine Lösung, aber Vorschläge höre ich auch nicht. Wieso ist es? Ja, aber warte mal, dann mache ich mal einen Vorschlag. Ja, gut, ja? Ihr sagt freie Meinungsäußerung. Wenn da steht, Andi Möller Hurensohn und wenn ein paar wenige irgendwie in Mailand ausrasten und wenn ein paar wenige Rode als mit verpiss dich beschimpfen und was weiß ich, wenn es immer ein paar wenige sind. Wo sind denn dann die paar wenigen im Block, die eine positive Message sagen? Wo ist das Transparent, das sagt, Rode, du bist ein guter Junge, Bobic, wir vertrauen dir und Sitze schmeißen finden wir kacke. Wo sind die denn? Mhm. Warum? Warum gibt es da, wenn es nur eine kleine Gruppe ist an Leuten, die vermeintlich die ganzen bösen Sachen machen, wo ist die Zivilcourage von der restlichen Kurve? Ich sehe sie nicht. Ja gut, ganz ehrlich, können wir, aber das kann ja jeder machen. Jeder kann ja irgendwie ein Plakat mit rein. Ja, das muss doch jeder dann für sich selber entscheiden. Zu sagen, ganz ehrlich. Ja, aber da kannst du nicht sagen, es ist nur. Nein. Du kannst nicht sagen, es ist nur ein kleiner Kreis und alle anderen gucken zu. Dann bist du Mittäter, meiner Meinung nach. Dann bist du einfach mitschuldig. Ja, da fehlt mir es anzuziehen. Ja, also entweder du kannst nicht. Also, wie viele Banner soll ich denn mit ins Stadion nehmen, zu sagen, ja, ich kann das mit Möller verstehen? Einer würde reichen. Was soll ich denn da draufschreiben? Zu sagen, ja, das mit Möller sehe ich wie ihr, aber ich würde es nicht ganz so drastisch formulieren und dann lese mein Plakat bitte zu Ende. Also, ich meine, es gibt ja genug Kanäle, wo man das so kommunizieren kann, außerhalb vom Stadion. Es gibt ja auch tatsächlich auch innerhalb der Fanszene Diskussionen über solche Sachen. Ich weiß nur nicht. Ja, dann müssen die vielleicht an die Öffentlichkeit kommen oder so. Dann muss das vielleicht besser. Dann muss es auch mal, das meine ich ja, dann musst du auch mal eine klare Gegenposition vielleicht darstellen. Ich glaube tatsächlich aber, dass es das gab es auch. Also es gab viele Leute, die sich pro Möller geäußert haben, die gesagt haben, ey, vertraut Bobic. Also das habe ich sehr, sehr oft auf jeden Fall vernommen. Die Sache ist doch dass es gab ja auch positive Entwicklungen. Es gab doch die Zusammenarbeit mit dem Verein und bei der Eintracht war es echt schon mal schlimmer. Es gab wirklich diese Zusammenarbeit zwischen Eintracht und der Fanszene, die war in der Bundesliga vorbildlich, besser als in jedem anderen Bundesliga-Stadion. Jetzt haben wir mal wieder so eine Delle drin, zu sagen, okay, es geht jetzt ein bisschen wieder aus dem Ruder. Ich finde trotzdem, dass man nicht vergessen darf, dass das, was du gerade gefordert hast, auch stattgefunden hat. Diese Lösungsansätze kamen ja vom Verein, dass man mit den Fans in Dialog getreten ist. Wir dürfen nicht vergessen, der Dino stand beim Pokalsieg auch auf dem Balkon. Also da findet schon eine enge Zusammenarbeit statt. Und natürlich haben die dann auch eine Gruppe, wo die dann sagen, ey, da sind jetzt halt 5 Ausgerastet, es tut uns leid. Das sind, glaube ich, trotzdem Sachen, die sind normal. Ich glaube trotzdem, dass was du sagst, dass es keine Lösungsansätze gibt, das stimmt nicht. Die werden tatsächlich aber genau da besprochen und umgesetzt, wo es hingehört und nicht in der Öffentlichkeit. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. In der Fanarbeit. Das wollte ich auch nochmal ganz kurz einhaken. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den ich vernachlässigen darf. Diese Durchlässigkeit der Kommunikation, die sehen wir nicht immer so. Wir wissen, dass es sie gibt und wir wissen, natürlich ist es dann schwer zu überlegen, aber es gibt sie ja schon, weil der Diskurs dann gesucht wird. Das heißt also, es findet dann nicht immer auf dieser Ebene statt, so von wegen Banner und wir distanzieren uns davon, sondern es wird ja der Dialog innerhalb dieser Gruppe, der findet ja auch statt und aber auch selbst von Fanvertretern wie Marc Francis, die ja auch krass dabei sind, ne, Basti? Ja, das meine ich ja. Also ich glaube tatsächlich, dass du deinen Eintracht eins nicht vorwerfen kannst, dass die keine Fanarbeit betreiben. Und ich finde, das hat auch schon positive Sachen gebracht. Dass es da immer wieder Probleme geben wird, ist auch kein Eintracht-exklusives Problem. Das ist, ich weiß nicht, warum es so ist, aber es ist tatsächlich so. Das ist auch kein Fußball-exklusives Problem. Das geht über alles hinaus, dass du, wo größere Gruppen sind, tatsächlich auch immer verschiedene Meinungen sind. Die einen machen es drastischer, die anderen. Das wirst du immer haben. Das Problem ist doch nur, wir reden jetzt über diesen Mikrokosmos. Und da muss irgendwie es geschaffen werden. Und das hat sich auch trotzdem in der Vergangenheit auch immer gezeigt. Deswegen habe ich noch diesen Funken Hoffnung, dass es wieder so sein wird. Dass es da trotzdem wieder den Zusammenhalt geben wird. Auch wenn man verschiedener Meinung ist. Dass der Typ, der es nicht versteht, wie man Andreas Möller-Hurensohn sagen kann, genau dasselbe Lied singt wie derjenige, der das Banner gemacht hat. Und dann ist es halt so. Ja. So und ich glaube, das muss die Lösung sein. Und ich würde trotzdem mich weigern zu sagen, man muss alles dann in dieser Arbeit darauf ausrichten, was dann, weiß ich nicht, eine aufgeregte Presse schreibt, weil das sehe ich nicht. Natürlich sind Sachen, die will keiner sehen. Natürlich ist es auch ganz geil, wenn die Eintracht mal irgendwie positiv
deutschlandweit betrachtet wird. Muss aber auch nicht so sein, finde ich. Also ist jetzt nicht so, dass man sagen muss, darauf muss die Arbeit ausgelegt werden. Also ich muss sagen, ich mag das auch ganz gerne. Ich finde das grundsätzlich auch immer ganz okay, wenn das auch gewürdigt wird, was gemacht wird, weil es wird auch viel Gutes gemacht und auch neben dem Platz findet viel Gutes statt. Ich glaube aber, und was Etienne, was du auch gerade gesagt hast, es wird, ich gehe fast davon aus, dass genau das, was du sagst, auch in den nächsten Wochen stattfindet und dass Sebastian Rode wohl von der Kurve auch positiv gewürdigt wird. Das ist in den letzten Wochen, Monaten ja immer wieder passiert, auch direkt nach dem Spiel. Das ist ja auch genau das, weißt du, das wird aber für mich total oft auch außen vor gelassen, wenn nicht darüber gesprochen wird, dass über bei jeder Niederlage aktuell gesagt, dann gehen die Fans, gehen die Spieler in den Block und dann werden die angefeuert und dann wird dann halt Auswärtssieg, das war auch gegen Wolfsburg so. Weißt du, wie krass ich mich über diese scheiß Niederlage gegen Wolfsburg geärgert habe? Unglaublich. Was aber cool war, dass alle sind geblieben und dann sind die Spieler gekommen und haben alle Fans gesagt, Auswärtssieg, weil egal, nächstes Spiel, genauso jetzt gegen Mainz. Der ganz große Tenor hat gesagt, scheißegal, passiert, Mainz ein Kackverein, hier haben wir eh keinen Bock hinzufahren, aber jetzt halt das nächste Spiel zu Hause muss gewonnen werden. So. Und also da passiert sehr viel Positives und das gehört zu dieser kompletten Betrachtung dazu, weil da ist dann jetzt keiner weggegangen und hat Fick euch gerufen und so weiter und so fort, weil sie jetzt gegen Mainz verloren haben, sondern das ganz Große ist halt, dass sie sehr aufgebaut haben. Und das gehört zur Gesamtbetrachtung dazu. Und ich kann mir vorstellen, und das würde ich mir übrigens auch wünschen, auch es geht auch gedanklich in deine Richtung, zu sagen, okay, der Rode hat da jetzt ein bisschen was abbekommen, ja, und das ist so oder so einfach auch scheiße gelaufen. Und das, da setzen wir nochmal als Fans ein Zeichen dagegen. Und da gehe ich fast von aus, dass es passiert. Mhm. Ich auch. Okay. Hey, wir probieren es, ja? Okay. Es ist halt auch ein schwieriges Thema. Und eigentlich ich will auch gar nicht widersprechen, weil ich euch eigentlich komplett zustimme. Mhm. Und ich eigentlich auch eurer Meinung bin. Mir geht es einfach auch nur darum, dass man das Aktion hat halt eine Reaktion. Und wir können die Reaktion der Öffentlichkeit können wir halt nur bedingt steuern. Wir können nur unsere Aktion steuern. Und das heißt nicht, dass wir alles ändern müssen oder dass wir komplett irgendwie jetzt anders was machen müssen. Aber ich finde es auch nicht verkehrt, wenn man mal sich auch an die eigene Nase fasst und mal eigene Handlungsweisen hinterfragt. Ja, das definitiv. Und ich glaube, das schadet uns als aufgeklärten Menschen sowieso nicht. Aber wir versuchen natürlich, möglichst viele Sichtweisen auch zu beleuchten und auch zu verstehen, dass es manchmal nicht so einfach ist. Aber ich glaube, auch wenn wir nicht hundertprozentig sind, haben wir einen Weg gefunden, darüber zu sprechen. Ich glaube, von mir aus könnten wir das Thema mal bewenden lassen. Was sagt ihr? Ja, es ist jetzt auch, wie gesagt, gut, es hat auch jetzt auch jeder was dazu gesagt, es wird auch wieder was Neues passieren, wo wir uns dann in 4 Wochen wieder drüber aufregen. Ich bin auch teilweise jetzt, ich bin auch müde. Ehrlich gesagt war ich heute Mittag schon müde, ja. Ja, ja, jedes Mal, wenn sowas passiert, dann, weil es ist immer wieder das Gleiche auch. Du wirst diskutieren, dann blockst du ein paar Leute bei Twitter, dann diskutierst du, dann verträgst du dich wieder, bla 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 bla. Also bei Abraham war es so, dass du kannst mittlerweile die Uhr nachstellen. Ja, es ist jetzt einfach so passiert, es wird jetzt wieder eine Reaktion geben, das werden wir auch alle überleben und bla und alles ist gut. Ja, aber trotzdem ist es gut, dass wir drüber sprechen, weil es sind kritische Vorfälle, über die muss man halt auch sprechen. Und gerade wie wir das abgehandelt werden haben, ich denke, vielleicht findet sich der eine oder andere wieder. Und dann gucken wir mal, hoffentlich passiert es nicht nochmal, wird wahrscheinlich wieder passieren, aber wo ich auch nicht aufhöre und wo ich immer hart bleibe, ist, dass ich gegen diese Eskalationsmedien teilweise dann schon irgendwie vorgehe, weil das ist mir einfach 3 Nummern zu viel und es ist nicht auf konstruktive Dialog aus und das nervt mich halt. Dabei bleibe ich. Okay, ich würde aber sagen, aber ich, ja, nee, sag. Ich wollte gerade sagen, da das Leben auch weitergeht, liebe Grüße an Stepanovic, müssen wir uns damit beschäftigen, dass am Freitag tatsächlich dieses Spiel ansteht, was wir vorhin schon ein bisschen angeteasert haben. Genau. Und da habe ich was vorbereitet. Und zwar, gegen wen geht das? Naja, fragen wir mal. Ich bin Rita. Wie heißt du? Ich bin 14. Wie alt? So, das ist ein relativ altes Stück der BBC, heißt Hallo Berlin und am Sonntag und am Freitag spielen wir gegen Berlin, aber dann heißt nicht Hallo Rita, sondern Hallo Cleansy, denn der kommt ins Stadion zum allerersten Mal seit langer, langer Zeit, der neue Trainer, der Hertha, und es wird gleich knackig, würde ich sagen, Hallo Cleansy, nein, ich will jetzt nicht singen. Lieblingsfach, einmal in der Woche. Das ist völlig gaga, macht mich komplett kirre, diese YouTube-Videos.
Es ist ein bisschen Pech, dass die Eintracht jetzt ständig, also ständig, ja, aber jetzt dauernd gegen Vereine antritt, die gerade ihren Trainer gewechselt haben. Genau. Das kann, das könnte ja auch mal eine Woche nach uns passieren. Wobei bei Arsenal und wo was noch, haben wir es ja selber forciert. aber ganz ehrlich, das wird ein Spiel, was enorm wichtig ist für uns, weil ich glaube, wenn wir da jetzt keinen Dreier holen zu Hause, dann kippt die Stimmung so ein bisschen. Also habe ich das Gefühl, dass es, weil das ist so härter zu Hause, mir scheißegal, ob da Klinsmann oder sonst wer steht, das ist schon ein Verein, den man auch schlagen kann, gerade in der jetzigen Verfassung. Aber er ist natürlich auch so ein bisschen unberechenbar jetzt mit dem neuen Trainerteam. Ich hasse die es. Die haben auch ein bisschen underperformed, finde ich. Ich fand den Kader von der Hertha, auch wenn ich den mir angucke, denke ich immer so, also dafür, dass die jetzt auf dem Was steht, die Relegation oder so, also dafür ist der Kader eigentlich echt zu gut. Da waren echt viele Spieler jetzt außer Form. Da kann man nur hoffen, dass Klinsmann die nicht innerhalb von einer Woche alle irgendwie hinkriegt mit seinen komischen Buddha-Motivationsreden. Ja, ich muss auch sagen, das passt mir auch nicht. Wir hatten das jetzt mit Bayer Lautzer, wir haben das mit Köln, die haben auch jetzt bald einen neuen Trainer, wenn wir hinkommen. Wer weiß, was in Paderborn ist, bevor wir gegen die spielen. Es ist unangenehm, weil tatsächlich einfach allein durch diese Klinsmann-Nummer so ein Hype auf Berlin liegt. Auch wer weiß, wie der sich überträgt. Und wenn der sich überträgt, dann wird der eher kurzfristig. Das heißt, wenn Klinsmann scheitert, wird er, glaube ich, nicht am Anfang schon scheitern, sondern da wird diese Aura und dieses Neue und diese Aufbruchstimmung in diesem guten Kader, was Etienne schon gesagt hat, die wird kurzfristig da sein und eigentlich kommt für die das Eintracht-Spiel zum idealen Zeitpunkt. Eine angeknackste Eintracht, die haben jetzt gegen Dortmund knapp verloren. Für die ist es jetzt eigentlich an der Zeit so, das ist Klinsmann und er ist sein erstes Spiel. Und das ist echt nicht so ideal, wir können es jetzt aber nicht ändern, weil dieses Spiel muss die Eintracht meiner Meinung nach gewinnen. Und zumindest, natürlich nicht optimal, aber zumindest, dann weißt du, okay, du hast 20 Punkte, dann wirst du auf jeden Fall, egal was noch passiert, und irgendwo gegen Köln oder Paderborn wirst du schon noch irgendwo Punkte holen. Dann hast du wenigstens einen ruhigen Winter, wo du dann eben diese Sachen, die wir vorhin gesagt haben, auch überlegen kannst. Gucken, wer es fehlt, holen wir noch einen, holen wir noch keinen. Ich habe keinen Bock, irgendwie mit so einer Dramatik in den Winter zu gehen, was dann vielleicht diese Arbeit so ein bisschen behindert. Deswegen ist dieses Hertha-Spiel, Freitagabend, volles Haus, ich hoffe, die Stimmung wird gut, das muss gewonnen werden. Auch wenn Klinsmann der Trainer ist und diese Eintracht muss in der Lage sein, das trotzdem auch hinzukriegen, weil wir haben trotzdem immer noch einen kleinen Vorsprung aus den letzten 1, 2, 3 Jahren gegenüber der Hertha. Das will ich jetzt sehen, ehrlich gesagt, muss ich sagen. Ich finde es nur so lustig. Erinnert ihr euch an den Eintracht-Podcast, wo ich war, wo ich auch zu Gast war? Mhm. Ja, logisch. Die Folge von Kovac. Klar. Ich habe Jürgen Klinsmann gesagt und alle haben mich ausgelacht. Ja, und ganz ehrlich. Ich bin auch tatsächlich froh, dass du das in Berlin Dass es nicht so gekommen ist. Ja. Ach, ich fand die Idee schon ganz geil tatsächlich. Ich habe ein Faible für Klinsy. Ich finde den immer noch cool. Und ich weiß nicht, man muss ja auch sagen, der kommt ja jetzt nicht allein. Ne? Der hat einen riesigen Stab an irgendwie 8, 9 Leuten, die er da jetzt angeschleppt hat. Arne Friedrich. Tedesco vor allem. Ja, Arne Friedrich. Alexander Nuri, oder? Genau. Genau. Tedesco ist ja in Russland. Genau, der ist in Russland, aber Nuri, Arne Friedrich ist was? Performance Manager oder was? Keine. Köpke, auch eine krasse Nummer. Also du merkst. Feldhoff, geil, Alter. Feldhoff ist schon 10 Jahre nicht mehr gehört, den Typen, ne? Markus Feldhoff ist auch so geil. Markus Feldhoff ist so ein typischer, ich habe immer noch das Gefühl, der spielt schon ewig nicht mehr. Es ist aber immer noch ein junges Talent für mich. So. Ja, genau. So. Er wird für immer, egal, aber 70 ist er für mich ein ewiges Talent. So. Ja, vielleicht packt er den Sprung noch. Naja, liebe Grüße. Ja, aber es ist trotzdem nicht so ideal, dass das jetzt passiert ist. Genau, es ist nicht ideal und es ist nervt halt, wie gesagt, der kommt mit einem großen Trainerteam, der wird seine Mannschaft da jetzt schon ordentlich einstellen. Und für mich ist es halt, das kommt gerade zum schlechten Zeitpunkt, weil echt vor ein paar Wochen hättest du die Hertha ohne Probleme weggeflext. Jetzt hast du wieder das. Trotzdem, ey, wir müssen irgendwie sehen, dass wir zumindest, ja, keine Ahnung, ihr habt 3 Punkte gesagt, ich wäre schon mit einem stabilen Unentschieden zufrieden. Aber dafür muss ich auch wissen, weil man muss ja auch sagen, die Hertha hat jetzt auch nicht total schlecht gegen Dortmund gespielt. Mit einem Punkt, mit einem Glück machen die da einen Punkt, dann läuft die Sache einigermaßen. Aber wie ist denn die Aufstellung? Mit welcher Aufstellung werden wir dann gegen die Hertha spielen? Was meint ihr? Sehr gute Frage. Also Renno im Tor mittlerweile tatsächlich einfach selbstverständlich, das tut mir gut, weil ich habe daran überhaupt nicht geglaubt. Mhm. Jetzt die Frage, Hasebere, ja oder nein? Boah. Ich fand eigentlich, ich muss sagen, ich finde Hinti, Endika und Touré eine richtig geile Dreierkette. Ich muss auch sagen, ich würde es auch beibehalten, muss ich sagen.
Okay, ja. Und ich fand auch Hasebe jetzt gerade in den letzten Wochen nicht so stabil. Ich meine, er hat natürlich eine Spieleröffnung, die besser ist als vom Rest, aber ansonsten fand ich ihn jetzt auch nicht so unersetzbar. Ich finde, Hinti kann das auch ganz gut spielen da in der Mitte. Ja, ich finde die Besetzung des Mittelfelds, ja, wobei die sich fast schon alleine aufstellt, aber finde ich, und des Sturms eigentlich in dem Fall interessanter, weil ich finde, die drei haben das auch gegen Mainz, auch wenn dauernd Alarm war bei uns im Strafraum, haben wir ja vorhin schon besprochen, fand ich die drei eigentlich alle sehr gut. Ja, ja, ich sehe. Das heißt, wieder Kostic und der Costa auch auf den Aus. Würde ich auch lassen, ja. Ich könnte mir sogar, ja, vielleicht, ja, ach, das ist eigentlich auch Schwachsinn. Ich weiß nicht, man wünscht sich halt immer irgendwas zu ändern in der Hoffnung, dass es irgendwas bringt. Da habe ich so gedacht, ja, vielleicht mal Chandler statt Da Costa oder so, aber ja, das würde mich dann auch wundern, wenn der plötzlich dann das Spiel seines Lebens macht und da mega geil spielt. Also eigentlich, ja, Costa, Kostic. Ja, und jetzt wird es interessant, was machen wir? Wir spielen zu Hause, also wie wenn wir David zu Hause spielen. Darf Fernandes da wieder spielen, oder? Fernandes dürfte, ja. Aber Fernandes bin ich immer noch sauer, ehrlich gesagt. Tatsächlich würde ich den, aber ich verstehe es, dass du sauer bist, tatsächlich würde ich den aber spielen lassen, weil ich immer bei dem ein besseres Gefühl habe. Auch der kann nicht kicken. Das ist der geilste Typ, der kann zwar nicht Fußball spielen, aber ich glaube, der ist für die, also gerade wenn du halt nicht mit Hasebe da hinten spielst. Genau, also du brauchst einen drin, so mhm. Papa brauchst du schon in der Zentrale, finde ich auch, dass er allein auf der 6 spielt und nachher kannst du 2 Sechser stellen. 2 Achter, sorry. Ja, ne? Ja. Dann nehmen wir Rode und So natürlich. Mhm. Genau. So, und jetzt? Und jetzt vorne. Wie viel haben wir denn jetzt schon? Na, wir haben noch 2 übrig. Ja, das ist halt echt schwierig. Das Problem ist, dass man ja auch überhaupt nicht weiß, was mit Silva so genau ist. Also er hat natürlich katastrophal in London gespielt. Aber auch da haben wir auch schon gesagt, ne, unsere Stürmer werden jetzt auch nicht geil bedient. So klar, der ist jetzt auch nicht die defensive Laufmaschine und so. Aber es ist auch frustig für einen Stürmer, wenn du die ganze Zeit da vorne stehst und es kommt ja nichts an. Und ja, also ich will ihn trotzdem mal 5 Spiele am Stück sehen. Ja, also Silva, ich setze Silva und Paciencia noch rein. Ey, so. Ich auch. Ich ende aber tatsächlich meinen Verlangen nach Fernandes und setze Rode auf die 6 und Markacinovic neben So. Ah, der okay. Der hat mir in den 2 Einwechslungen jetzt einigermaßen gut gefallen. Der bringt ein bisschen andere Vertikalität und ich glaube, für gerade weil wir jetzt, ich kam erst eigentlich darauf, weil wir über Silva geredet haben, ich glaube, gerade für einen Stürmer wie Silva wäre es besser, wenn er dabei ist. Weil von Gacinovic, egal wie viele Fehlpässe er spielt, wenn er einen drin hat, wo er einen auf Silva durchsteckt, dann ist Silva auch viel geholfen, weil den brauchst du nicht mit 50 Flanken wieder bedienen. Also Paciencia vielleicht. Ich stimme dir zu. Aber ich finde halt, Gacinovic hat die letzten Male extrem geil gespielt, wenn er eingewechselt wurde. Ich finde, das ist halt das Geile bei Gacinovic, wenn du den so in der 60., 65. Minute reinwechselst, da kommt dann plötzlich nochmal so eine Dynamik, mit der auch viele Mannschaften dann Probleme haben, weil er dann nochmal so viele Spieler anläuft und so schnell ist. Mhm. Das finde ich fast geiler, ihn dann sozusagen als Joker zu bringen, als ihn von Anfang an, weil da habe ich dann schon wieder Schiss, dass zu viele Bälle beim Gegner landen und uns hinten reindrücken oder so. Also das nur als Argument auch dagegen, aber ich, Gacinovic kann ich auch mitleben, also in der Startelf. Ja, also das heißt aber, da für euch beide rückt dann Kamada raus, sehe ich das richtig? Ja. Ja, mhm. Ja, das ist echt auch schwer. Ich bin so ein Fan von Kamada, aber es ist auch irgendwie Fluch und Segen, weil er hat eine tolle Ballbehandlung, er spielt auch gute eröffnende Pässe. In London hat man gesehen, wie geil er auch teilweise schießen kann, aber es gibt auch immer wieder Phasen, wo er komplett abtaucht. Er hat halt null Körperlichkeit, er kann auf keinen Spieler irgendwie Druck ausüben und das sorgt mit auch dafür, dass wir ständig angegriffen werden und dass ständig Attacken gegen uns kommen, weil schon die sozusagen die First Line of Defense nicht richtig geil ist. Deswegen tut mir da auch schwer, weil ich eigentlich finde, ich Kamada hat halt gute Spiele gemacht jetzt und auch gegen Mainz war das jetzt nicht komplett Baller, auf keinen Fall. Das ist schwierig und andererseits weiß ich nicht, ob ich Paciencia rausnehmen soll. Irgendwie denke ich mal, dass vielleicht gar nicht so verkehrt war, mal mit Silva Kamada zu spielen, aber dann hast du halt niemanden, der irgendwie eine große Kante davon ist. Ja, dann brauchst du, das dann funktioniert nicht. Die komplette nicht. Statik ändern. Ja, das ist halt auch. Was ist denn mit Dost eigentlich? Jetzt kann der immer noch nicht spielen. Oder ist jetzt mal wieder muskuläre Probleme. Ja, aber die können ja auch vorbeigehen. Eigentlich würde ich ihn fast. Ach, keine Ahnung.
Ey, es ist halt auch nur die Hertha, ne, Leute? Also, das ist immer noch ein besiegbarer Verein eigentlich, ne? Also, es ist jetzt, es ist ärgerlich, ey. Aber es ist so geil, dass ich mich die ganze Zeit beschwere, dass da ist zu wenig Rotation beim Hütter und jetzt stehe ich exakt auch genauso auf wie er. Ja! Also, und bringe auch nur 2-3 weitere Spieler ins Feld. Ich meine, mein Toro zum Beispiel hat eigentlich mir auch ganz gut gefallen. Dem könnte man vielleicht auch nochmal eine Chance geben. Es ist halt echt schwer, wenn man die Spieler auch nicht im Training sieht, weil man die Tagesform so schlecht abschätzen kann. Weil an guten Tagen hat jeder von denen das Zeug, ein richtiger Gewinn zu sein. Und wenn sie außer Form sind, ist es auch egal, ob ich einen Rode außer Form oder einen Toro außer Form oder einen Paciencia außer Form habe, ist dann egal, wer den Ball zum Gegner spielt. Das Ding ist, ey, ja, wir hatten, eigentlich haben wir uns in den letzten Monaten und in den letzten Jahren, ich weiß noch, wie dieses Gefühl war, als wir diese Aufstellung immer besprochen haben und wir plötzlich gesagt haben, boah, geil, eigentlich ist es egal, wen wir reinstellen, die sind alle geil, Jetzt fängt es wieder langsam an, so ein bisschen in die andere Richtung zu kippen, zu sagen, na, den will ich eigentlich nicht sehen und einen guten Mist will den reinnehmen. So. Also so wirklich so zu denken, ah, ich weiß nicht, wir haben so viele geile Spieler, ich weiß gar nicht, wen wir da irgendwie draußen lassen, war eher das Problem. Jetzt habe ich so das Ding, Silva sehe ich ähnlich, Gacinovic ist jetzt auch so, genau dieser Reflex, den Etienne vorhin gesagt hat bei Chandler, so dieses, ja, vielleicht kann man ja da mal was ändern, so, weil dann dieses Mittelfeld mit Rode und Zou sehe ich eigentlich ganz, ganz positiv. Die werden es allerdings auch nicht verhindern, dass wir wahrscheinlich wieder 4 Millionen Flanken schlagen. Ja. Und das ist so dieses Ding, da fehlt trotzdem dieses Bindeglied vorne für diese zwei Spitzen. Ich weiß es nicht. Also wir haben jetzt so eine grobe Aufstellung gesagt, mehr kann ich tatsächlich auch nicht an Input geben, weil wie gesagt, wenn jetzt einer zu mir kommt und sagt, ey, Toro spielt statt dem oder Fernandes spielt statt dem oder Durm spielt statt dem. Können wir mit allem leben. Da würde ich mich nicht quer in die Tür stellen und sagen, nee, auf gar keinen Fall, sage ich ja von mir aus. So, ja. Also Zumindest haben wir die Defensive ja eisenfest, ne? Also die ist ja bei uns allen gleich, ne? Und da können wir ja mal sagen. Und ansonsten, ja, da vorne, ich glaube, du hast schon vollkommen recht, in Sachen Tagesform ist da immer was möglich. Vielleicht lasse ich es auch mit Kamada und Paciencia und hoffe, dass es diesmal besser läuft. Aber dann will ich trotzdem wissen, wie soll es denn besser laufen? Wie sind eure Tipps? Sagt mal. Eieiei. Ich sag 3-1. Ich sag 1-1 leider nur. Mhm. Wisst ihr was, wenn man wieder grenzenlos optimistisch sagt, auch 3. Ich sag 3-0, komm auf, bam. Mein Problem bei so Tippspielen ist immer, dass ich Wunsch mit Tipp verwechsel. Ja, für mich ist es nur Wunsch, das kennen die fleißigen Hörer, das Eintracht-Podcast-Hörerinnen und Hörerin. Bei mir ist es alles nur ein Wunsch, aber manchmal trifft es ja zu. Insofern, man muss auch mal einfach grundlos optimistisch sein, oder? Ja, wir haben auch genug geschimpft. Ja, heute. Auf jeden Fall. Ja, das stimmt. Genau. Das hat ganz gut getan. So, jetzt können wir wieder positiv in die Zukunft schauen. Auf jeden Fall. Habt ihr noch was oder wollen wir, da würde ich nämlich nur ganz kurz die gute Tat der Woche noch mal reinbringen, weil die ich gerade gefunden habe und ansonsten würde ich da einen Deckel drauf machen. Ist okay? Jo. So. Lass mich doch mal. Oh, das ist falsch. Du musst das Mikrofon gucken. Oh. Lässt du mich jetzt mal? Das ist doch die Sorry. Die gute Tat das klang der aber Woche. Auch interessant. Geben wir alles zu Hause, in unserer Familie, in unserem Umfeld, im Berufsleben, damit unsere Welt besser wird. Er ist ein anständiger Junge, ich kenne ihn jahrelang. Er hat immer sauber und fair versucht zu spielen. Das ist, glaube ich, das Wichtige, dass wir miteinander respektvoll umgehen müssen. Seid nett zueinander und habt euch lieb. So, der Kontrastpunkt zu dem, was wir eben gehört haben, das war so ein kleiner Ausschnitt aus dieser Mainzer Pegida-Demonstration, die ja sehr lustig war. Ich weiß nicht, ob der ein oder andere das in den letzten Wochen gesehen hat. Ich glaube, bei Report Mainz war das oder so. Auf jeden Fall, was wollte ich? Genau, die gute Tat der Woche. Und zwar, ich weiß nicht, wenn ihr noch was habt, dann haut auch gerne raus. Aber es gibt wieder die Weihnachtsgeschenkaktion für Frankfurter Kinder. Und also der Weihnachtsbaum und die Wunschbäume, die gibt es momentan, also seit letzter Woche sind die verfügbar. Und da könnt ihr jedem Kind, was ihr wollt, könnt ihr was schenken im Wert von 20 bis 25 Euro. Geht ihr zu so einem Weihnachtsbaum und da steht dann so drin der Name der Person und steht drin, was sie sich ganz gerne wünscht. Dann geht ihr irgendwo hin, kauft das Geschenk, gebt es dann dort wieder ab und dann bekommen das meist Kinder, die in Notsituationen sind, aus Frankfurt. Und ich finde das immer eine ganz nette Aktion. Diese Wunschbäume, die haben wir, glaube ich, auch jetzt in den letzten Jahren jedes Jahr gehypt. Aber ich denke, das kann jeder mal machen. So 20, 25 Euro habe ich jetzt auch schon am Start und werde ich morgen dann mal dafür ausgeben. Ich denke, an Weihnachten, das sind immer ganz schöne Feste und da will ich eigentlich, dass jeder ein bisschen mehr Spaß hat. Oder was sagt ihr? Ja,
Ja, ich sag jetzt was dagegen. Ich finde das nicht gut. Sag mal. Was soll die Scheiße? Genau. Nee. Was alles? Ich gehe auf jeden Fall auch mal, ich suche dann das aus, was ich auch am coolsten finde und kaufe dem Kind das coolste Geschenk aus. Das machen sogar echt mehrere Leute, ne? Also letztes Jahr dann bei einem dieser Wunschbäume war dann, glaube ich, im Nordwestzentrum und da hat einer echt geguckt, nö, du kannst ja reingucken. So, nö. Ach, guck mal hier, die Clarice. Ja, das finde ich schön. Ja, so ein kleines Pferdchen gekauft und so weiter und so fort. Das ist echt total geil. Aber wie gesagt, für alle, die in Frankfurt wohnen, das ist echt überall in der Frankfurter Volksbank, in mehreren Filialen, in der Dornbusch-Apotheke oder in der Getränkeoase. Da gehe ich besonders gerne hin. Oh, jetzt habe ich ja Werbung gemacht, obwohl ich noch gar kein Geld verdiene. Aber schaut mal vorbei. Ich glaube, es ist für jeden was dabei. Und die 20 bis 25 Euro, die tun auch nicht so weh. Ne? Gut, ansonsten würde ich eigentlich sagen, haben wir es für heute. Vielen Dank, Etienne, dass du dabei warst und uns beigestanden hast und genau mit uns einfach mal, wenn ich ein bisschen ausgekotzt hast, manchmal muss es einfach sein. Ne? Ja, gerne. Ich habe ja drum gebeten, damit ich die aufgestaute Wut irgendwie loswerden kann. Und da ich ja gestern in Bundesliga nicht drüber reden konnte, weil das Spiel ja erst danach war, musste es ja hin. Und hier habe ich schön, da schimpft nicht jeder gleich, wenn ich über die Eintracht ein bisschen länger rede. Das ist schön, schön. Das ist wie Therapie. Geht's ja besser jetzt? Ja? Auf jeden Fall. Sehr gut. Basti, bei dir? Ja, mir hat es auch gut getan, mal ausführlich darüber zu sprechen. Jetzt ist aber auch gut. Genau. Das geht auch raus an jeden, der jetzt plötzlich nach dieser Sendung noch eine Diskussion starten will. Ich schaue ab jetzt nach vorne. Ich schaue auch nach vorne. Also lass mich in Ruhe damit. Alter. Ich antworte darauf jetzt nicht mehr. In diesem Sinne sage ich alles Gute. Tschüss. Ja, tschüss, Uli. Bis bald. Dankeschön. Macht's gut. Ciao. Tschüss.